So. Wir sind online. 18 Spiele. Brauchst du mich gar nicht so angucken, Digga. 18 Spiele. Achso. Link kopieren. So. Der stinkt halt eigentlich schon für den Zahn. Edi sagt, heute Spielspaß. Also, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich hatte wirklich den Gedanken, heute eventuell Mario Kart zu streamen. Weil wenn das so ist wie gestern, Freunde, dann kann ich nicht. Wenn das so ist wie gestern, dann kann ich nicht. Gestern war es wirklich, real talk, so schlimm. Mäusen gerade Spiel um Elite 3 verkackt, fasse das Spiel nicht mehr an. Ja, Digga, wenn man jetzt Elite choked, das ist bitter im letzten Spiel. Bei den Rewards. Das unterschreibe ich so. Das will ich so unterschreiben. Guck mal, hier initialisiert schon wieder. Moin, Lili, moin. Moin, Meister. Moin. Moin, morgen, morgen. Ja. Keine Ahnung. Was soll ich sagen? 18 Spiele, Chat. Und es initialisiert hier schon wieder wie Weltmeister. Moin, sind Zimmer im Lauf frei? Ziemlich viele, ja. Ziemlich viele, muss ich dazu sagen. Es ist halt wirklich so, dass ich sage, es ist schon jetzt teilweise sehr unangenehm zu spielen. Was ich die ganze Zeit schon ändern wollte. Habe ich es jetzt geändert? Brotkasten und Atal sind immer vertauscht. So. Eldos auch im Loch. Eldos im Loch? Wie steht Eldos? Rauf auf die Pisse, das wird sie dir nicht antun. Sid und Momo sind auf Sids Discord. Nicht, spielen die FIFA oder das spielen die? Warum kommen die nicht Willis Discord? Haben wir ein Nackenkissen heute bekommen. Freuen heute an einem Sonntag, großer. 18-1, aber ist doch gut. 18-1. Digga, Hilfe, mit wem ist Sidney alles im Discord? Ich glaube, ich habe da gar keine Rechte. Doch, hier. Die Mods. Oh, wie komisch. Guck mal jetzt, wie komisch die Mods sind. Guck mal jetzt. Okay. Bild. Hallo, wer ist da? Milo. Junge, guck mal, wer da ist, Alter. Wie komisch seid ihr? Hä? Der stinkt. Wie komisch seid ihr? Was willst du? Allein? Was macht ihr hier? Sei froh, dass wir nicht saufen, okay? Hä? Ist das so? Ausnahmsweise. Es ist 22.04 Uhr. Okay. Ja, okay. Digga, ja, wenn ich um 14 Uhr im Discord bin, sagst du, was machst du um 14 Uhr hier? Wenn ich um 22 Uhr im Discord bin, fragst du, was ich um 22 Uhr hier mache. Geh raus, Traktor fahren, Junge. Ich sehe auf jeden Fall, sehe ich euch nicht bei mir im Stream, Scheißknechte. Ich sehe euch nicht bei mir im Stream. Ja, das merk selber. Ja, merk selber, dass du nicht mehr lang den Schraubenschlüssel hast. Hey, Großer, ich geb dir 5 Minuten. So, tu nicht gut. Ach Gott. Hilderson.
Ey, hast du den auch, Digga? Bengi, ist der so schlecht. Es ist der Wahnsinn. Hallo, bin ich hier richtig? Elias. Ey, ich hasse unsere Mods, ne? Ich hasse unsere Mods. Warum? Ich bin da gerade schon wieder reingegangen, das sind einfach Knechte so. Einfach, so. Einfach Knechte. Kalle, ne? Ja. Kalle, okay. Ja, Kalle ist aber gucken nicht. Die, gucken sie wieder ins Glas? Was wollt? Nein, machen wir nicht. Was mache ich hier, Junge? Kalle. Was mache ich hier? Hä? Geh raus. Ja, ich will doch nicht mehr hier rein. Mika, was machst du hier? Der Typ, ne? Ey. Ganz, ganz komische Nudel. Ganz, ganz komische Nudel. Da ist Mika schnell da, ja. Mika ist ganz schnell da. Let's go, Atal! Let's go, Atal. Wie steht ihr? 8-3. 8-3 und Maurice Schaubel? 17-6. Alles gut, Maurice. Hast du Spaß? Aber ich hab Spaß, das ist die Hauptsache. Ja, das ist die Hauptsache. Ey, die hat er sich verirrt, oder was? Ich weiß auch nicht, was er... Alles einfach cool, ne? Momo Jovic mit uns zusammen. So, das sind so Oldschool-Zeiten. Wusstet ihr, Freunde, mein erstes YouTube-Video mit uns beiden, oder? War, nee, das war das zweite. Aber das erste. Ach, mit Jordan und Sydney. Mit Sydney war mit euch beiden auf dem Kanal. Nee, das war Julius Kandel. Du warst mit Arne Meyer. Ah, stimmt, ich war mit Arne. Stimmt. So war das. Die ganzen OGs müssten jetzt eventuell wissen, was abgeht. Mach Klick. Dann müsstest du Klick machen. Oh cool, ich glaube, ich liege. Ne, doch, ne? Bei mir wird es ein 11-Siege-Ding. 11 Siege? Ja, ja. Boah, ich war heute auch echt. Bin auch wirklich mit so einer voreingenommenen Meinung, gehe ich heute in die Weekend League. Die letzten Wochen war ich. Wie viele Dinge hast du noch vor dir? Noch 18. 18 Mal Spaß. Ja, ja, das geht ja. Die letzten Wochen war ich ja wirklich immer ein bisschen motiviert, muss ich sagen, auf Elite 1 zu schwitzen. Und wir haben es ja dann auch gemacht, weil ich dachte, es lohnt sich ja wenigstens. Aber ich wurde jetzt zweimal hintereinander rasiert von den Rewards. Wo ich dann auch mir sage, okay, hört mal zu, Jungs. Weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal antue. Elite, es lohnt sich nur Top 100. Elite 1 lohnt sich nicht mal. Das stimmt schon. Selbst bei den Tots, das ist so schlimm, ey. Dafür schallert halt Top 100 richtig rein. Ab wann, kriegt man garantierte Ligaspieler oder so? Weiß gar nicht. Gibt es das überhaupt? Ja, ja, ab Gold 2 oder so, glaube ich. Real wieder sehr los. Die liegen 1-0 hinten, ne? Nein, oder? Was ist? Real liegt 1-0 hinten, glaube ich. Also. Oh Gott, das ist ganz wichtig, dieses Spiel eigentlich. Digga, Sevilla führt einfach. Die können einfach noch Meister werden, wenn die es richtig clever anstellen. Wenn Real gewinnt, dann sind die Erster auch. Wenn Real gewinnt, sind die Erster, ja. Top 200, ja, meine ich ja. Gold 2 schreiben die in meinem Chat. Gold 2 kriegt man garantiert mindestens einen La Liga-Spieler als Pick. Okay. Ah, als Pick meinst du? Ich dachte im Pack, da ist ja Elite ganz normal. Ja. Eli, mich hat so gefreut, dass man dich in Fortnite gesehen hat. Ja. Digga, aber das war auch nur, weil ich so verzweifelt gestern war. Im Bad, in der Badewanne. Digga, im Lightfeed wieder sind. Das lag daran, weil ich so verzweifelt war. Eine Falle fällt dort und dann noch. Tilted Tower im Bad, alle. Im Badezimmer, chill, einfach mit Pump. Killed, ey. Legendär. Junge, Digga, das war so geil. Die Zeiten. Da waren noch alle gleich scheiße, ich schwöre. Ja, Mann. Ich hab hier Stress gerade. Mein Gegner macht ständiger Druck an, ist mit dem falsch. Weißt du, was auch so nervig ist, dass die alle so um ihr Leben spielen? Nein, das Schlimmste ist, dass Eldos ein Video gemacht hat vor der Weekend League. Ich glaube, von 20 Spielen haben 19 diese Taktik gemacht. Welche? Diese Raute-Scheiße da. Alter. Digga, aber sie bringt nicht mal was. Was ist du? Was willst du, Eli? Ich spiele auch eine Raute und 4-4-2, beides. Ich spiele auch 4-4-2. Ey, wie der bunkert der Knecht, die ganze Zeit schon. Ja, ich glaube, es kann schon wieder... Ja... Rappelt hin. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel so ein Müll ist.
Irgendwie wurde es schlimmer die letzten Wochen, fand ich. Ich schwör's euch, ich fand persönlich, es wurde schlimmer in den letzten Wochen. Weil die Bugs immer schlimmer werden irgendwie. Ja, weil die ganzen Leute, die Spieler bekommen, also jeder Schwanz ist halt jetzt gebuggt gefühlt. Was würde ich für so einen Varan in Rot tun, Digga? Da würde ich ganz, ganz viel tun. Digga, für Varan in Rot, das wäre schon... Digga, Varan. Dominik mit 2 Euro, wünsche dir einen guten Stream, großer Dankeschön, mein Freund. Ich brauche wirklich Nerven, Freunde. Ich brauche Nerven. Ich weiß nicht, wie wir das alles hier hinbekommen sollen, 18 Buletten. Donnerstag holt Dortmund das Ding und gut ist. Ist Donnerstag DFB-Pokalfinale oder was? Ja, einfach unter der Woche. Halbfinale ist am Wochenende und Finale unter der Woche. Diesen Donnerstag oder was? Ja. Ist ja lustiger. Sonst immer nach der Saison gewesen oder nicht? Mhm. Und dann haben wir noch unser Endretor bei Hertha. Mhm. Digga, das sind doch jetzt voll viele Spiele demnächst mit Zuschauern. FA Cup ist mit Zuschauern, Champions League ist mit Zuschauern. Okay, voll viele, aber zwei halt Spiele. Wie viele Zuschauer sind beim FA Cup? Champions League sind 25k. 8 durch FA. Aber keine Ahnung, ohne Gewehr, Angaben. Servus, moin. Spenden nach dem Spiel, Freunde. Oder wenn ein Tor passiert. Für mich. Mein Gott. Bonita. Wann ist der Finale? 29. Okay. Ist der Fuß? Alles klar. Ah. Mann, nein. Jungs, es ist so. Gute Ballannahme, MVP. Boah, ich werde schon wieder sauer gerade. Shit, guck mal. Handy. Ich glaube, Skunja kommt ins Tor. Ja, er hätte eigentlich verdient, so wie die ersten, keine Ahnung, letzten drei Spiele nicht so in Form, aber davor war er Wahnsinn halt. Weiter geht's. Onita. Hast du Spiel gesehen, Edi? Die Enten. Ja. Ja, war nice. Hat Bock gemacht. Ja, gegen Slowan. Waren die gut? Spielen die Fußballsen wenigstens? Ah, Junge, die sind so gut, Hilfe. Super. No! Edi, bist du da? Ich hab Spaß. Es ist einfach nur eine Scheiße. Edi, hast du das Spiel gesehen? Eli! Ja! Wusstest du, dass John Danny seinen Verein gelöscht hat am Freitag? Ja, macht er selten. Ich glaube, das ist das vierte Mal. Diese... Oh mein Gott, ich spiele gegen Eli! Was laufst du? Heißt der Delay Sport, ja, ne? Guck mal, ich habe nie Glück bei sowas. Wieso kriegt er MVP diesen Ball nicht? Nein. Was? Junge, Momo schreit gerade rum. Achso, er hört dich nicht. Sidney, Dimitri Sports, Mbappé, Totti, Hertha-Zeichen? Aber Kanada... Edi ist ein Match. Ja, aber wer ist das? Warte mal ganz kurz, ist es Bisse oder so? Dann raste ich aus übrigens. Ich glaube auch Delay Sports heißt. XKNY-BSC. Wer ist es? Ne, gibt's nicht von Hertha. Digga, er hat Totti... Mbappé, Totti... Wen noch? Oh mein Gott. Ronaldo? Ja, nee, hat der Ronaldo Fernandes auf jeden Fall. Fernandes, safe, ja. Nicht gelistet, was redest du? Wie kann man so ein Team haben und nicht gelistet sein? Ich bin auch nicht gelistet. Prime und so. Du bist auch nicht gelistet. Ja, okay, ich bin auch schlecht. Oh. Ich habe 400k insgesamt auf der Uhr, wenn ich alles verkaufe. Bei mir klopft es aber auch richtig hektisch. Perfekt. Oh! Ja. Schöne F-Siegel. Hä? Schöne F-Siegel. Oh. John! Frero! Bon Match. Anstrengend? Ich hab jetzt 8, vielleicht 9, wenn ich das gewinne. Hast du deinen Vlog schon geschaut? Und da? Hast du deinen Vlog schon geschaut? Vlog, ja. Ich mach einen Wechsel.
Wieso? Ja, ich wollte auch schon. Du hast ja schon geguckt. Ja, aber so ein Auto. Achso. Ja. Junge, mein Renato Sanchez. Gegen den spielt man selten und das Tal auch. Ich hab den gerade ein bisschen in der Tasche. Oh oh. Wie war es so unangenehm? Unangenehm denn sogar? Ja. Was ist mit deinem Fuß? Ja. Mit dem Kopf. Na, oh, braucht eine Stunde. Push dich zu Elite, ja, ja, klar. Nerv nicht, du hässlicher. So ein let's go. Knecht. So ein krasser Knecht-Gegner. Jonas mit 5 Euro, heute fällst du nicht ins Loch, großer. Doch, also heute bin ich sehr, sehr angeschlagen. So ein Drecksspiel. Meine Fresse. Machst du clever, ja, mach ich alles clever hier. Es ist so nervig. Dieses Fußball-Simulationsspiel von EA Sports ist fehlerhaft. Ist fehlerhaft. Ist ein fehlerhaftes Spiel. Opa. Kein Foul, Alter. Aber immer noch nicht mal aus. 23. Alter. Nein, oh, big. Ist Eldos online, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Mann weiß nicht, dass wir bei Sydney im Discord sind. Nennt das eine Idee, die nach mir macht. Hey, Willi, ja? Wie geht's dir? Auch gut, dir? Ich hab dich jetzt erst gehört. Willi ist hier neben mir. Mhm. Tschüss. Oh. Ich hab heute 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht, ich hab trotzdem Kopfschmerzen. Ja, aber ist doch normal, wenn man 3 Stunden Mittagsschlaf macht. Ich glaub, das 3 Stunden. Miguel mit 1 Euro, moin Edi, verfolge dich schon seit über 1 Jahr, bist immer noch sympathisch, aber die Sache mit Miguel, alles gut, dankeschön für den Euro, ist deine Meinung, alles gut. Dennis mit 2 Euro, hey Edi, kannst du morgen auf das Video von Sydney reagieren, geht 40 Minuten, ansonsten noch viel Spaß, können wir machen. French in Berlin mit 1 Euro, 7 Days, bester Dönerland in Berlin, ist gegenüber von Rüyam, ich kenne den, ist gut, aber ist nicht der Beste. Dominik mit 2 Euro wünscht dir einen guten Stream, großer Dankeschön. Dominik nochmal mit 2 Euro, ohne Nachricht. Andreas mit 5 Euro, warum hast du nur 2000 Zuschauer? Ne, Spaß, Liebe. Lol, wie viele Zuschauer sind wir gerade? 12.000. Stream geht online, dann schreiben, warum hast du nur 12.000 Zuschauer? Aber aus Spaß. Dankeschön, Andreas, Dankeschön für den 5er. Hey, das habe ich jetzt. Kein Neli, nicht so gut. Wie stehst du? Bist du im Loch? Hört sich löschrig an bei dir. Ich hab gerade verloren, ja. Durch die Niederlage. 18-2 jetzt, oder was? Boah. Nee, nee. 18-1. Ja. Hast du im Auto den dein Kind geschaut? Ja, hört sich auch löschrig an, aber hör mal zu. Hattest du Spaß bei der Niederlage? Nee, gar nicht, muss ich sagen. Achso, ja, nee, dann ist das nicht so gut, weil meistens hat man auch Spaß bei seinen Niederlagen. Weil es gewinnt ja fast eigentlich immer der Bessere in dem Spiel und dann kannst du meistens mitnehmen. Was mitnehmen und da hast du Spaß dabei, aber kommt ja nicht so oft vor. Guck mal, ich meine, bei diesem Gegentor, da kann ich ja, das hat er gut gemacht, mein Gegner, ne? Das hat er gut gemacht, ich stand da halt nicht mit meinem Spieler im Weg. Deswegen rege ich mich darüber eigentlich gar nicht auf. Jungs, hatte mein Gegner Totti Ronaldo? Oder nicht? Wisst ihr das noch? Ich glaube schon. Oh, nee, da. Das war Eli. Ich spiele gerade gegen dich.
Er sagt einfach, oh mein Gott, ich bin gegen Eli. Mein Gegner hieß Delay Sports. Okay, du hast einen Vancouver, Kanada. Heißt er Delay Sports? Ja, und der hat ein Hertha-Wappen und der hat Totti, Mbappé, Totti, Ronaldo und Fernandes und so. Ich dachte, okay, das kann nur Eli sein. Ja, das hat sich wirklich so gesagt. Oh mein Gott, das ist Eli. Hört sich wirklich nach einem Eli Geller an. Oh mein Gott, ich bin gegen Eli. Hört sich wirklich nach einem Eli Geller an. Momo, Junge. Kevin, 5 Euro Stream wäre cooler, wenn du einen Mittelschalter hättest. 29.1 ist heute drin, großer Glaub. Nee. Also heute gehe ich wirklich gebrochen schon rein, muss ich sagen. Das Spiel hat mich gestern so krass ins Loch reingestoßen. Gestern war es richtig schlimm. Gestern war es richtig schlimm, also wirklich. Herzspiel, ne? Ja, also aber direkt reingestoßen worden. Und heute, Digga, gehe ich hier auch mit leichten Kopfschmerzen rein. Digga, dieses Wetter ist so komisch, ne? Es waren vorgestern 2 Grad. Das ist nicht mal gelogen, ne? Oder 3 Grad oder 4 Grad oder so. Heute sind es 27 Grad gewesen. Klimawandel kaputt. Das ist so kacke, der Dicke. Katastrophe. Ja. Das ist alles wegen dem Klimawandel. Es gibt mal was. Ja, schwieriges Thema, Mann. Soll man sagen. So, ich möchte jetzt gerne 2 Tore herausfinden, was ich da besser machen kann von meinem Gegner. Das würde ich gerne analysieren. Erstes und drittes Tor, Freunde, redet mit mir. Oder war es das zweite? Hast du gewonnen? Nein. Nee, gewonnen. Aber trotzdem. Okay. Nee, das war es nicht. Zweite und drittes Tor. Ich glaube, das war ein schönes Tor hier von meinem Gegner. Mbabu. Yo. Ja. Alles schön. Schön. Und dann hier nochmal. Ja, sehr schön. Das ist das Spaßige an dem Spiel. Das ist nämlich jetzt hier das Spaßige. Ich stehe mit Sam Brotkasten eigentlich dazwischen. Meine CPU hat aber einen Hauptschulabschluss von Sam Brotkasten. Guck mal, der reagiert gar nicht. Zup. Perfekt zu ihm. Amber Boo, sagst du, musst du reagieren? Guck mal, als statt er ihn mit seinem linken, linker. Wenn er mit seinem linken Fuß ihn irgendwie anders... Ja, alles gut, so macht man das nämlich. Das war ein schönes Tor. Real 1-1, oh. Real 1-1, ja. Und das hier war auch ein schönes Tor von Vidal. Ganz ruhig, Eli, vergiss den Spaß nicht, ehrlich, vergiss den Spaß. Ja, ich hab ja Spaß, das ist wichtig. Alles schön, ne? Weil ich hab den gerade vergessen, weißt du, wo ich von habe. Warte mal, ich glaube, hier wird's gleich richtig ulkig. War wieder ein schönes Tor. Juve führt auch 2-0, okay, hat Ronaldo ein Tor gemacht. Ich glaube, jetzt kommt nämlich auch wieder was Ulkiges. Ja. Schönes Tor geschossen. So. Und sowas passiert halt die ganze Zeit in dieser Spaßliga. Das ist ein Spiel, erstes Spiel gewesen. Bupp. Die sind alle hängen geblieben bei mir im Verein. Alle einen Hauptschulabschluss. Real, 2-0 hinten. Ach so. Juve 2-0 hinten. Ach so, Juve. Ja. Lol. Der ist auch übertrieben spannend, ne? Also wegen Champions League Plätzen. Ja. Wie viel steht's denn bei links da? Wie viel steht's denn bei Paris, Chat? Das würde mich auch interessieren. Gönn Pre-Order mit 2 Euro. Großer, bei welchem Ding kann ich nerven? Oben. Über den du gerade gespendet hast. Real spielt gut, findet ihr. Ich habe erste Halbzeit ein bisschen geguckt, 20 Minuten. Ich fand die richtig kacke. Wo ist denn Anders? Anders kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn die verlieren. Das kommt mit. Oh, mit Trikot. Paris 1-0. Hertha so lost, Freunde, ich spiele 0-0 gegen Bielefeld. War ein richtiges geiles Spiel bestimmt. Aber heute so viel Druck auf dem Köcher, das glaubst du nicht bei beiden. Ja, ich weiß. Da ging beim Anstoß das Gezitter schön los. Ja, mal ankommt. Das ist nicht, Digga. Weiß ich ja auch nicht, Digga. Bei Bielefeld kann ich es verstehen, aber Hertha hat da so einen Kader, da kannst du auch mal ein bisschen Klöten spielen. Ich habe das Spiel nicht geguckt. Wir waren besser oder waren da keine Torchancen? So dumm, Ederson. Keine Ahnung. Bielefeld hatte sogar bessere Chancen. Die haben eigentlich auch Rücken gehabt. Also so viel Druck hatte jetzt Hertha nicht. Elia, danke für den Zap. Euphorie vom letzten Spiel. 3-0 einfach. Scheiße, ich hatte eine Dreckslatenz. Oh, ja, wartet, schön. Ich spiele gegen Optimus Prime Pelé 99er. Ist cool. Ist schön. Ich habe schon mal gegen den gespielt, der war so glitschig. Der war wirklich glitschig, Chat. Ich schwör's euch, der war glitschig. Hertha hatte aber Pfosten, okay. Hat sich Maxi verletzt oder warum wurde der erste Halbzeit ausgewechselt für John? Ja, am Kopf. Gute Frage. Okay. Am Kopf? Ja. Also, Platzwunde und so. Und ich glaube, danach war der Christoph Kramer, also kann man nicht wirklich
Hat noch 20 Minuten oder 10 Minuten weitergespielt, aber. Gegen Andi? Lol, gegen Andi de Koki. Was ist das für ein Schuss, Bernardo? Wie heißt der? Bruno Fernandes. Der war zu gut gechillt, Bernardo. Nee, war aber auch Zufall so. Kopf an Kopf einfach. Ich hab denn heute Sieg gegen Flo. Ja. Afterparty vielleicht. Divkovic ist so gut, ehrlich. Pass auf, für besser von Rami. Mainz solche Kings, Digga, Mainz gewinnt einfach unentschieden am Spiel, ne, gegen Frankfurt 1-1, das ist so krass. Fast sogar Sieg, ich glaube 88 der Gegner. Und Köln hat verloren, ne, aufs Maul bekommen, 4-1 oder 3-1 oder so. Aber unnormal unlucky. Du da, Elfmeter ausgerutscht. Lol. André, ja. Und dann, eigentlich war es ein Tor. Hector hat so ein bisschen mit Oberarm gespielt und sie haben zurückgenommen das Tor. Boah, das ist aber nicht Sascha Mölders eigentlich. Wir hatten wirklich Pech. Was ist? Sascha Mölders war Kommentator einfach bei The Zone. Kennt ihr den? Ja. Er spielt nur noch, oder? Ja, ja. Bei 68 ist mit dem Ausstiegskampf einfach und hat heute mal kommentiert das Ding. Divkovic, andere Rakete, ja. Divko und Ramirez fühle ich auch. Glaubst du, Sidney, die würden das so halten vom Niveau her? Erste Bulli? Wenn die reinkommen, sind safe. Ja. Hat er mich gehört? Ja. Ja. Ich sage euch ehrlich, Chat, ich würde einen besseren Job als Oczipka machen. Und das ist nicht gelogen. Der ist schon seit 10 Jahren in der Bundesliga. Viele Leute einen besseren Job machen. Digga, was ist denn mit meinen Spielern hier teilweise los? In der Abwehr. Die hatten anscheinend auch hier alle einen Mannschaftsarm zusammen. Letzte Woche. Ja, 1-1. Offenes Prime PD, super Sache. Cool, macht Spaß. Mörder-Mölders. 3-0 Milan, Hilfe! Ich hoffe, Ronaldo wechselt. Wohin aber? Der soll einfach zurück zu Real gehen oder so. Oder zum Menu, mein Gott. Achso, cool. Ja, doch wirklich, also italienische Liga fühle ich auch gar nicht. Ja, Digga, du weißt, also wenn Juve in die Champions League kommt, dann ist er eh weg. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er so auch schon gehen wird. Mhm. Cool. Einfach Fünfter. Digga, die verlieren gerade heim 3-0 gegen Milan, was ist das denn? Zu Menu wäre big. Menu würde ich aufführen. Ja, echt, wenn es richtig schlecht läuft, spiele ich hier die Weekend League 4-2-3-1. Die sollen mich alle nicht nerven. Dann spiele ich 1-0 und dann verwalte ich hinten. Boah, lass dich doch fallen, Digga. Dickerchen. Digga. Du weißt nicht, wie sicher meine Gegner alle spielen, ne? Du verlierst den Ball, du weißt, du kriegst den in 5 Ingame-Minuten erst wieder. Und wenn du die richtig angreifst, dann ist halt Risiko. Ich glaube, Milan rasiert einfach Juve. Die haben sogar Elfer verschossen. Yes, hier. Hat Imran Tor gemacht? Nee, Tomori. Diaz. Tomori? Er ist Engländer, kann sein, dass er sei. Die Baller soll auch wechseln. Drevic. Ja. Morgen in die Gala Cup? Yes, morgen wird es in die Gala Cup geben. 2 gegen 2 in die Gala Cup, Digga, du musst mal das Bracket sehen. Hammer, oder? Ich spiel mit jemandem, der Black Ops 3 spielt. Ja, das 2 gegen 2 E-Sportler Cup. Umut mit Elvers. Und dann gibt's so eine Kandidaten wie Hashtag Tom mit Gorilla in einem Team. Diese 2 Schweden in einem Team. Mo mit Musti in einem Team. Ich hab nicht alle Teams im Kopf, auf jeden Fall sehr, also ganz, ganz schlimm. Anders macht aber nicht mit. Scheiße, ey, das war. Das ist gut, doch. Oh. Aber Umut ist wurscht. Digga, der spielt gerade Black Ops 3. Der spielt, der versucht gerade ein paar Raps zu erspielen, der Knecht. Raps? Aber das finde ich cool. Digga, Black Legend und Tasso, die sind ja, so sind gebrochen. Sport, Lost auch am Start. Digga, die sind oh so Gott, gebrochen, ne? Die spielen einfach Black Ops 3, Freunde. Elfmeter für Real, big. Oh. Nein. Das hört sich nach Boten an, Bassett, ne? Wer tritt denn den Karim? Oder Sergio? Sergio spielt so ein geiler Sturm, Karim. Warum? Verletzt. Ich hab gehört, vielleicht spielt er sogar EM nicht.
Ja, ja, Sehnenabriss, oh Gott. Nee, Sehne nur gezerrt, wurde danach irgendwie so gedingst. Sehne ganz unangenehm. Digga, sein Pelé ist einfach überall. Halt mich auf dem Laufenden, Freunde, ob der reingeht oder nicht. Delay Sports heißt der einfach. Hä? Guter Name. Vielleicht kriegt Sevilla den Elfer, schreiben die auf einmal. Hä? Hä? Das wäre War at his best. War at his best. War. Nee. War. War. Nee. War. Und oh Gott, was war das für eine Flanke von Atal? Ich muss so pissen. Aber ich nehme mal wieder die nächste Verlängerung mit zur Abwechslung mal. Sevilla Elfmeter. Lol. Das also, glaube ich. Glaube ich. Wenn der Chat nicht sprengt. Sevilla kriegt ihn. Perfekt. Digga, dann war bestimmt so eine Situation bei denen und dann bei den anderen und dann war, Junge, wie krass, Hilfe. Hä, hey, Sevilla. Ich würde so eine Ansage machen. Stell dir vor, das war einfach so ein kleines Handspiel bei Sevilla, was die nicht gesehen haben. Und bei Real vorne wurde er richtig umgemurkt. Weil dann kommt VAR und sagt, ey, was Sevilla. Macht eine Ecke Konter. Quatschhand. Ist wirklich einfach für Sevilla? Ach du Scheiße. Benzema rot. Lol. Benzema also, rot. Schreibt einer, ich weiß nicht, ob es stimmt. Mann, Digga, ich guck mir das jetzt an, ich guck mal ganz kurz. Bin auch kurz davor. Muss mal hier kurz jemanden umgrätschen. So. Boah, es ist stark gespielt von mir, Alter. Militao Handspiel. Let's go. Also. Jetzt kommt die Entscheidung. Elfmeter. Elfmeter, ja. Elfmeter ist wir. Aber Benzema war nicht rot. War auch klarer Elfer. Hoffentlich. Hä, wie kam die auf den Ball? Nein, es ist wirklich. Ist das ja ruhig. Oh, das ist so bitter für die. Was passiert? Zeig mal, guck ich mir mal an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Nur es kam dann für sowas. Wegen sowas einfach Meisterschaft verspielt. Ich krieg einen Anfang. Das ist so Quatsch, Leute. Man kann für sowas nicht. Kann nicht. War Hand oder was? Ja, Kopfballduell bei einer Ecke. Drei Leute auf einem Fleck und der dreht sich so. Ist mit dem Rücken zum Ball und der kommt irgendwie gegen seine Hand am Ende. Mhm. Beim Kopfballduell. Irgendeiner berührt den Ball und da trumpft dann in seine Hand. Sowas, was null. Was null beabsichtigt ist, sowas müsste eigentlich immer kein Elfer sein. Ist ohne Sinn. Aber dann heißt es ja, Digga, auch wenn es mit. Was ist, wenn du was nicht beabsichtigst, aber klar gegen die Regeln ist so. Weißt du? Was ja, aber sag doch mal deine Handregel, die du einführen würdest, Eli. Digga, das ist ja Hand ist kritisch. Boah. Ja, ich schwör, das ist so schwer. Ivan tritt ihn. Aber jetzt stell dir vor, du rutscht aus und grätscht jemanden fett um im Strafraum. Dann kannst du ja auch nicht sagen, okay, war aus Versehen, dann. Ja. Tor. Ja. Das Ding ist drin. Ich hoffe, Anis guckt zu. Anis hat so eine Krawatte. Ich sag, Pelé haut ihm mir noch safe einen ein. Wenn mein Gegner mal wieder gut ist, ulkigerweise. Digga, die machen immer ihre scheiß Lacroquetta-Fakes. Ich könnte das so aus. Okay. Was ist denn hier los bei meinem Spiel? Warum geht's nicht weiter? Das ist ein Bug. Ich weiß nicht mehr, wie ich stand. Ich glaube, 2-1 für mich, glaube ich, 70. oder so. Guck mal, Patrick hat eine Idee. Ich bin 4-1. Patrick hat eine Idee? Lol, Digga, ist es. Oh. War die Team vielleicht? Weil der hat so ein Team, das könnte sein. Digga, Momo denkt, wie der spielt gegen. Momo, er denkt, Eli und war die einzigen Gegner auf der Welt. Fernandes Totti, keine Ahnung, Adama Traoré für Birthday einwechseln und dann aber 4-1 gegen mich auf den Sack bekommen. Ist das Elders? Mit so einem Typ kann man eigentlich nicht verlieren. Jungs, ich glaube, ich spiele gegen Umut. Dann geht mir drin, du such a sweet birthday. Könnte Willi sein. Gibt's im Strafrecht nicht beim Fußball stark, Michael. Ey, ich bin so im Loch. Ich hoffe, Ronaldo wechselt. Wegen Juve? Haben wir hier Juve-Fans im Chat, oder was? 3-0 ist schon krass. Wer ist denn der Trainer? Pirlo? Ja, Ronaldo soll gehen. Der hat doch, glaube ich, gar keinen Bock mehr auf Juve. Pirlo. Muss so ein geiler Coach sein. Ich glaube, der redet gar nicht mit dir.
Der sitzt da mit seinem Wein und denkt sich, na gut. Wenn du einen Fehlpass spielst, Digga, dann nimmt er sich die Pille mit seinem Copa Mundial und haut das Ding nur auf den Punkt, genau, und danach hast du gar keinen Bock mehr. Naja, auf einmal geht alles rein, hä? So, Mick mit einem Euro, mein Indie-Man besser, aber aus irgendwelchen Gründen wieder extrem Lust auf VR gekriegt. Bin echt nicht gut im FIFA mit einem Silber-1-Spieler. Kannst du Kanäle empfehlen, die Tipps und Tricks geben können? Elias N97 macht gute Kanäle, macht gute Videos mit guten Tricks. Gönnpröder mit einem Euro, große seine Schloss, dies ist meine Spende, bitte nochmal Wort für Wort. Gönnpröder. Großer, über welchen Link kann ich Nerven donaten? Nerven donaten? Verstehe ich nicht, Digga. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Dankeschön für 17.000 Zuschauer, Freunde. Ihr könnt ihr erstmal ein Like auf den Stream da lassen. Wird eine lange Nacht bei uns. Abonniert hier den Kanal kostenlos. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen ablenken. Ich versuche nicht auszurasten, aber es ist halt echt ein Scheißspiel. Was soll ich euch erzählen? Und ja. Edi macht gute Kanäle, sagst du ja. Gute Videos. Ein 70er Ping. Alles chillig, geh rein. Mitte? Ja, ist okay. Oben? Ich würde sagen Subchat. Wegen. Ey, wirklich, Freunde, diese Gegentore, ne? Ihr seht das selber, ne? Ihr seht das selber. Ihr seht das selber. Julian mit 55 Euro, Leute. Julian, Dankeschön für 55 Euro ohne Nachricht. Vielen lieben Dank, mein Freund. Kurz geht raus für den Support. Einfach so, ganz trocken. 55 Euro rausgekloppt. Paris 1-1, oh mein Gott. Paris 1-1. Gegen? Ich weiß gar nicht, Stade Rennes spielen die, glaube ich. Also, ja, die waren gut am Anfang. Ich habe so ein schönes Gegentor wieder gerade kassiert, wo ich einfach meinen Gegner wirklich viel besser als ich gespielt habe und deswegen sich das Tor verdient hat. Muss ich euch wirklich gleich mal zeigen, wenn ihr mal Lust habt. Könnt ihr euch das gleich mal angucken. Also wirklich. Ey, damit, Billy. 1-1 Paris angeblich. Ey, dankeschön, Eidos. Vielen lieben Dank für den Call. Alles gut. Halt mich weiter auf dem Laufenden, Eidos. Eidos, es gibt, Sevilla hat einen Elfmeter bekommen, falls du das nicht mitbekommen hast. Scheiße, hat dich die vielleicht auch Real. Ich habe 11 Wins, let's go. Dann spiel ich nur ein bisschen. Let's go. Ich bin qualifiziert für den nächsten WL. Ich war kurz. Nochmal Spaß. Nochmal Spaß für die nächste, hast du dir garantiert. Yes. Die Krake ist weg, Digga, Hertha verkackt und Paris verkackt, die sind ja echt lost. Was war denn eine Krake? Krake war Herakles Aimelo X2. Ja, sehr, sehr safe. Ist aber auch gekommen. Hertha Win und Paris Win. Ich wollte, ich schwör's euch, ich wollte Bochum machen. Einfach alles, was ich machen wollte, ist sogar gekommen. Also, was ich mich dann nicht getraut habe. Ne? Ich habe sogar Beweise, ich habe das Foto dafür. Wir können gleich mal nachgucken, was ich spielen wollte, okay? Also jedes Spiel gegen schon Nein. Ich hab extra so eine Liste. Juve verliert dran und ich wollte auf Mailand tippen. Nein. Ich zeig's euch gleich. Tschüss. Man geht an Varane, Koundé, Tots in der Innenverteidigung. No, das ist ja ekelhaft. Pelé dazu noch, 95er. Chillig. Ja, unangenehmes Team. Jeder Knecht hat auch mittlerweile ein gutes Team. Alter. Ja, wenn Willi jetzt on ist, keine Ahnung. Anscheinend gibt es nichts Attraktives in Bratislava gerade. Lass mich mal nicht alleine. Ich würde gerne die Stadt sehen. Ich habe doch den Torwart gesteuert ohne Sinn. Juve Abpfiff. Abpfiff. Zu Ende, ja? Angenehm. Ich versuche noch bis 17 zu spielen. Und zieh ich voran. Gut, also ich lese euch jetzt die Spiele vor und das ist kein Joke. Ich habe sogar extra ein Foto davon gemacht, damit man nicht sagen kann, dass ich gefaked habe oder sonstiges. Also, ich wollte, Chat gibt mir die Ergebnisse durch. Ich wollte machen. Lieber Clash Royale als dieses Drecksvieh. Also, Wolfsburg Union wollte ich auf Wolfsburg. Herakles Aimelo X2.
Ich wollte Galata, ich wollte Bochum, ich wollte Mainz, Hertha und Paris. Ja, okay. Ein paar sind verkackt. Stell ihn. Julian wieder mit 55 Euro. Reg dich nicht so viel auf und ganz wichtig, den Spielspaß nicht vergessen. Kuss. Julian jetzt mit 110 Euro. Ehren Julian in den Chat. Kurz geht raus. Battle Royale Logo ist bei der Weekend League nicht drin. Das ist da nicht drin. Julian, also wenn ich Weekend League spiele. Julian, vielen lieben Dank für 110 Euro, mein Freund. Also insgesamt jetzt 110 Euro. Vielen lieben Dank, weiß ich sehr zu schätzen, Ehrenmann. Vielen lieben Dank. Weiß ich sehr zu schätzen, Julian. Ich hoffe, du wirst auch nicht ins Loch fallen. Aber dieses Spiel ist dazu verleitet. Ich meine, guckt euch dieses Gegentor an. Ganz kurz, wenn ihr ein Gegentor sehen wollt, wo mein Gegner mich ausgespielt hat, könnt ihr jetzt gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Schnell, in euren Streams. Guck mal. Ich bin im Match. Alles gut. Ein Game. Hier hat nämlich mein Gegner das gut gemacht mit Nerdes, weil ich war nicht mit Joao Cancelo eigentlich da. Kannst du gerne bei WhatsApp schicken. Und dann war ich nämlich hier auch nicht mit Vieira da. Das war ich beides nicht. Ich hab ihn zweimal nicht bekommen, weil er hat es zweimal gut gemacht. Hier hat er es einmal gut gemacht, obwohl ich mit 91er Cancelo eigentlich dahin renne, hat er aber gut gemacht, bekommt ihn weiterhin, ist jetzt in Ordnung. Und danach war ich mit Patrick Vieira da, stehe eigentlich alles gut, macht er wieder sehr gut. Hat er sehr gut gemacht. Kannst du mir das zukommen lassen bei WhatsApp? Hat er gut gemacht. Das sieht spaßig aus, ist auch spaßig gewesen. Ist auch sehr spaßig gewesen, tatsächlich. Super gemacht, ja. Oh, Gönnt ihr oder wieder mit eure Junge. Nerven, donaten für die WL. Nach der dritten Spende ist der Joke jetzt auch tot. Ich verstehe es nicht, ich verstehe den Joke nicht. Ach, mein Nerven donaten. Ach so. Ja, okay. Jetzt verstehe ich es, Digga. Jetzt verstehst. Muss ich nicht bedanken. Doch, mein Freund. Jetzt verstehe ich das erst. Let's go, Ederson. Ich dachte die ganze Zeit, was meint der Mann? 13-1, alles gut. Lange Leitung. Ganz lange Leitung. Chili? Es wird eine lange Nacht dort heute. Mein Nachbar macht schon wieder eine Corona-Party. Lange Nacht in Berlin heute. Kommen die Latschen jetzt im Drop? Nein. Freut uns übrigens, dass es so gut angekommen ist mit dem Pre-Order-Ding. Meinung zu Anime, zum Beispiel Death Note, musst du Sydney Friede fragen. Ist da nicht meins. Sydney holt sich darüber mal runtergeholt. Eine Lieblingsserie. Reagier später auf das FC Duck Derby, dann werde ich rasiert von FC Duck. Also YouTube ist immer, ja, weiß ich nicht, ja, nee, machen wir auf Twitch immer. Oh, cool. Ich spiele gegen Optimus Prime Eusebio. Hulle, oh, nice. Ja, auch wieder cool. Nice, mal so einen Spieler auch zu sehen. Auch cool, ja. Safe so sein Dream. Digga, jeder Pisser hat so eine krasse Teams. Das nervt so krass. Paderborn ist der erste Liga, die gewinnt einfach 8-3. Ich geh jetzt auf Klo. 8-3. Chilliges Gegnerteam. Ja, ich habe vergessen, dass Patrick Vieira 12,5 Dribbling hat. Mal gucken, ob mein Gegner was kann. Da gibt es schon wieder die La Croqueta-Fakes auf jeden Fall. Ich sehe auch wieder 4 Außenverteidiger an seiner Abwehr stehen. Mondi, Theo Hernandez, Mukele, wer ist rechts? War das Atal? Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas. Ich habe auch eine Dreckige mit 4 Außenverteidigern. Ich auch. Und da? Achso. Oh Gott. Kommt der an? Ne. Mukele hat so einen dicken. Ist auch Mukele? Oder nee, er? Seiner. Mukele ist cool. Ach, ein Baboon. Ach, ich hab's. Jungs, alles gut. Jetzt habe ich es verstanden. Er spielt Mbabu, Mukiele, Mondi und... ist es eine Fünferkette? 1, 2, 3... Ne, ich verstehe es nicht, Digga. Ich verstehe nicht, wie er rechts... Linksverteidiger spielt. Theo, ach so, jetzt habe ich es.
So, jetzt reicht's mir, Digga, jetzt spiel ich auch wirklich. Nein. Mbappé, du bist doch ein hässlicher. Stark genug. Fünf Außenverteidiger besser als vier Außenverteidiger. Aber er spielt, glaube ich, vier. Boah. Ja, man glaubt es kaum, aber ich habe schon wieder einen Öler abbekommen. Oh, guter Pass. Macht so Spaß. Real verliert. 6 Minuten Nachspielzeit, aber ja, klar. Lol. Ja, was machst du? Ich muss nicht mal pissen, ich schwöre. Ich war aber einfach so lange pissen, weil ich die ganze Zeit nicht war, dass ich nicht da war. Aber scheinbar hat er kein Tor gemacht. Fabian mit 2 Euro. Hey Eli, die neue Kollektion auch oversized? Nee, also ist okay. Ist ein bisschen, wie immer. Ups, kleiner Pupsi. Holt euch die Größe, die ihr auch so habt. Ah, die es Oversize tragen wollen, die können eine große Größe tragen. Ich nicht verteidigen, ihr seht selber, was gut Computer verteidigen ist. Was trägst du für eine Größe bei den Shirts? L, aber ich könnte XL tragen, wenn ich Oversize will. Du bist aber auch kurz. Ohne da. Video kommt dazu, die Tage online, vom Unboxing. Meiner? Oh. Alles cool. Alles cool, Chat. Das kann, der kann auch mal nicht reingehen mit CR7 Totti. Das ist schon korrekt so. Das ist schon korrekt so. Das soll schon so sein, Chat. Das ist extra so gemacht. Mhm. Das war nämlich falsch von mir gesteuert. Der kostet ja nur so viel wie ein Kleinwagen. Junge, dieser Mbappé hat so dicke, haarige Klöten, ne? Das ist der Wahnsinn, der Typ. Der ist so, ja, ich hab ihn auch. Den, bei mir war er so stiff. Digga, ist so gut bei mir, aber auch mein Gegner hat ihn auch, leider. Ich hatte den, der war so unbeweglich bei mir. Ich hab halt Kleiber und den gehabt, das war schon... Ach, so ein schlechter Schuss von mir, oh Gott. Mann. Ach, Vorteil. Alles gut. Stange. Okay, ich nehme ihn mir. Das war gut. So, Kilian, ist das Rasen vor dir. Schreib morgen Abi. Viel Glück, mein Freund. Wie schreibt man das? Schreibt man das online, nee, oder? Nein. Ich glaube, die müssen in die Schule. Patti darf doch auch. Die dürfen doch alle wieder in die Schule sind. So. Achso, ja, stimmt. Du bist ja nicht up to date. CR7 ist manchmal so ein Knecht, ja. CR7, Freunde, ist. Sein Totti ist so komisch, ne? Der macht so schwierige Dinger rein und so richtig einfache haut er so voll auf nebens Tor. Das hat er schon so oft gemacht. Letzte wäre er alleine. Nehme ich mir? Sein Luke Shaw ist der Beste. Dicker, der dicke Mann. Oh, das nagt so krass an mir. Real 2-2, was babbelt ihr? Mir stampelt. Ne, es schreibt nur einer. Der kriegt aber dann ein Timeout, wenn es nicht stimmt. Haben wir auch einer. Ja, wegen mir. Doch, wirklich, ich glaube, es ist wirklich so. Fensterbank von Friede. Ja. Toni Kroos.
kann man denn so schwitzen? Dann holst du halt Elite und ziehst sowieso nicht so dumme Sachen. Ja, 2-2. Ist wirklich 2-2. Toni Kroos 2-2. Ich habe 38% Ballbesitz. Aber führe 2-0. Das ist so spaßig schon wieder. So ein FIFA-Tor. War das scheiße? Der Mann hat recht, Eli. Lol. Aber unentschieden bringt den gar nichts, oder? Das ist so. Boah, beide, alle vier haben. Die haben einfach alle unentschieden gespielt. Real Atletico Barça Sevilla. Alle unentschieden. Einfach nichts passiert. Alles genau gleich. 90 plus 5. Oh Gott. Alle für 5 Euro. Wie ist das jetzt mit dem Drop am Freitag? Hab's nicht gerafft. Ihr könnt alle bestellen. Jeder bekommt was in seiner Größe wahrscheinlich. Ist Pre-Order. Das heißt, ihr könnt einen Tag lang bestellen. Ein bisschen mehr als 24 Stunden. Der wird auch limitiert sein. Also wir haben nicht unendlich Stoff. Also ihr bestellt und dann werden die Sachen erst produziert. So ist das in der Art. Deswegen kann eigentlich fast jeder, der was haben möchte, bekommt auch was, damit er mal was auch kriegt, weil es gibt Leute, ja weiß ich nicht, Digga, die, da war das nach 3 Minuten, 2 Minuten ausverkauft und es gibt Leute, die haben noch nichts von Elevate abbekommen. Und das ist halt ein bisschen scheiße so für die und wir wollen jetzt mal einen Drop, dass jeder mal sieht, wie gut unsere Sachen sind und sich was gönnen. Aber es kann auch sein, wenn ihr Pech habt, dass selbst beim Pre, aber dann, das wird erst nach 24, also ich schätze mal so, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass wir ausverkauft werden. Also in Pre-Order, das geht gar nicht. Das ist fast unmöglich. Damit ihr meine Zahl gehört habt, dann müssten wir fast sechsstellig verkaufen. Also das ist Quatsch. Das wird nichts. Aber bei der Community sage ich gar nichts mehr. Ich habe gesagt, wenn wir Pre-Order ausverkauf gehen, dann mache ich 24 Stunden Stream. Strong. Ich auch. Digga. Das geht ja nicht. Also, aber es ist schon viel da so. Hab ich für Gegner? Aber die meisten haben es ja auch gefeiert. Und 2-1. Sehr schönes Tor. Wir standen nämlich nicht in der Mitte. Mann, Digga, ich hasse es. Ich spiele jetzt auf Ballbesitz gegen den, Digga. Wie er mir auf den Sack geht mit seinen 62% Ballbesitz. Sieht nach EL-Spaß aus, ja, Erik ist crazy. Aber ich habe mich entdeckt. Was mit Eldos? Ist der mute? Der ist anscheinend wieder. Schon am Schwitzen. Er spielt da wahrscheinlich gegen seine eigene Raute. Weiß ja nicht, was er machen soll. Oh mein Gott, was mache ich mit ihm? Nein. Boah. Oh, Deutsche. Hansa. Warum sind die Deutschen immer so? Ich verstehe es nicht. Warum sie so Eli spielen. Hast du dich der Mann ausgestöpselt? Nee, ich bin drin. Nee. Ein Babu, Sambia, Mondi, Hernandez, Verteidigung. Ich spiele auch gegen 4 Außenverteidiger. Ich spiele selber aus wie 4 Außenverteidiger, aber ich darf das. Das ist mein Job. Er sitzt zu Hause in seinem Zimmer und freut sich ein Cola-Keks. Ich verdiene, ich mach das. Das ist mein Job. Ich muss das machen. Dauert? Und er sitzt da und freut sich. Mit seinem FC Mappen Trikots. Wappen. 2-0. Ganz, ganz schnell nochmal hingekommen. Verlängerung mal wieder. Ja, ich darf nochmal 30. Ja, sehr schön. Junge. FIFA macht Kopfschmerzen. Ich habe einfach noch nicht einen Elferschießen verloren und war schon dreimal so wichtig. Steht Elferschießen gewinnen macht so Spaß, Digga. Man fühlt sich danach so scheiße. Wie stehst du jetzt? 19-7. Also Gold 1, der Klassiker. Oder vielleicht habe ich auch wieder das entscheidende Spiel um Elite. Man kennt. Da ist man wenig nervös. PSG rot. Kriegen selten rot. Wenig einfach ein Voll. Ich höre, ich habe sogar gecallt.
bei Manchester gegen PSG, dass die den Sack bekommen und rote Karte. Immer wenn Paris nicht gewinnt, kriegt da irgendjemand rot von denen. Gut, da passt immer. Junge, diese Südamerikaner, ne? André Di Maria tritt einfach mal auf. Ja, ja, aber das ist Brasilien, Argentinien. Oh. Schlimme Feindschaft. Wen hat denn der nochmal getreten? Fernandinho. Stimmt. Ja, stimmt. So eine Hitzköpfe. Ohne da. Mann. War kein Abseits. Und Luke Shaw haut das Ding dem Torwart in die Arme. Oh, ey, Jungs. Ein Spieler fliegt hin, kein Elfer. Er spielt so krass um sein Leben. Er drückt zum dritten Mal Stopp. Oh, das macht er gut, mein Gegner. Ey, Ederson. Er ist ein Held. War so klar, dass Mbappé das Kopfball nicht gewinnt? Ist er nur der Totti? Sein Bravo ist so gut. Ach, zu Spaß, dass man sich nie traut zu schießen, weil er sowieso geblockt wird. Voll geil. Tschüss, wie schnell. Wadi ist bei mir im Chat. Wadi, warte, kriegst gleich einen Pip, Junge. Mann, ey. Wirklich. Die hat gut gespielt, ne? Oh. Was? Geht, Wadi. Oh mein Gott. Ich werde jetzt den Ball nehmen und mich an die Eckfahne stellen gegen den. Das geht mir auch gut. Bestimmt. 2-1. 82. Ich bin mute. Mach das, Eldos. Zum Glück abseits. Slash. Ja, Mann, die aufwachen! Add, oh, warte, bevor ich ein Ding hier. Gibt's ja nicht. Varane Tots ist so langsam, super. Ich hab seit 7 Ingame-Minuten den Ball nicht mehr gehabt. Ich glaube, das wird cool. Ja. Ah, okay. Bitte keine Absätze. Mason Mount, bitte. Danke. Mann, was? Runter. Achso! Schade, es ist so unangenehm. Ist unangenehm für meinen Gegner jetzt natürlich. Let's go, Son! Mein Gott, 116. Ist unangenehm für meinen Gegner natürlich. Sonaldo! Ist unangenehm für meinen Gegner natürlich. Ja, bei mir wird es auch unangenehm. Gewonnen, alles gut, hä? SV Mappen mit deinen scheiß 64% Ballbesitz. Am Anfang. Fixi Hartmann, guter Name. Dankeschön für den Sub. Gold gesaved, alles gut. Aber wir stehen jetzt 14-1, ab jetzt wird's eigentlich erst cool. Oh mein Gott, 15. Spiel, ja. Jane mit 1 Euro, leise lesen, Eddie. Alles Gute, Marissa. Gute Besserung. Lennart mit 5 Euro, hallo. Eli, hab heute... Warte mal. Hallo Eli, hab heute Geburtstag. Kannst du mich grüßen? Wäre korrekt. Bester Streamer, immer weiter so. Lennart, alles Gute zum Geburtstag. Vielen lieben Dank für den Fünfer. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Rubbel die Katz mit 2 Euro. Coutinho machen, liebe Grüße. Beste Unterhaltung bei dir. Ich würde Coutinho. Ich habe nur Schlechtes von denen gehört. Ich weiß aber nicht. Das kommt ein bisschen darauf an. Camo mit 2 Euro. Eli, wie viel werden die T-Shirts kosten? 44,95 Euro. Leon mit 2 Euro. Woher die Hose aus deiner Insta-Story? Fahrstuhl. Ich glaube, die war von Zara. Alex mit 5 Euro, wie ist das jetzt mit dem Job? Ah, habe ich erklärt.
heute noch Top 200, sagst du, ja, ich gebe da mein Bestes, auf jeden Fall. Ich bin aber jetzt schon ziemlich im Arsch, muss ich sagen. Ich bin echt ein bisschen müde. Könnt ihr gerne alle ein Like auf den Streamer lassen, Freunde. Danke für 20.000 Zuschauer. Macht hier mal die 8.000-9.000 Likes voll. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt. Ich quäl mich hier ein bisschen für euch. Ich gebe hier mein Bestes. 14-1 ist ein ganz gutes Ergebnis. Eigentlich ist das gut, aber für mich ist das immer scheiße, weil wenn ich einmal verloren habe, dann spiele ich immer 20% schlechter. So. Robin, danke für den Sub. Wer macht morgen alles mit? Bracket wird nachher gepostet. Nee, morgen früh gepostet. Vielleicht sogar nachher auf der Eddie Geller Seite. Eddie Geller Cup Seite. Road to Glory, das sieht halt wirklich nach einer Road to Glory aus, ne? Aber so ein richtiges Öler Road to Glory. Mm. So. Ja, ich bin eingeordnet. Scheiß drauf. Ist mal Mbabu richtig gut? Mbabu ist der beste Innenverteidiger, den ich bis jetzt in diesem Jahr gespielt habe. Digga. Ist halt nur ein bisschen ekelhaft, den zu linken. Wobei, das geht mittlerweile. Ach, du hast es nicht geschafft, als Maulhakern. Ich bin Pro. T-Shirt 45 Euro, yes. Warum ist oben keine Bad-Werbung? Ich darf das nicht in der Weekend League drin haben. Oder ich soll es nicht drin haben, besser gesagt. Also immer, ich hab's immer drin, außer Sonntag und... Ja, eigentlich fast immer außer Sonntag. Sonntag spiele ich halt die ganze Zeit Weekend League. Freitag und Samstag ist das eigentlich nicht während der Weekend League drin. Fertig mit Upgrade, nice, Grand Dogs. 90 Dinger hast du jetzt auf dem... Ich weiß nicht mal warum, das meinte mein Management zu mir. Kannst du bei mir weitermachen, Kappa Whopper. Grand Dogs. Gewonnen, GG's. Och, mein Spiel backt nach jedem Spiel rum. Ich muss immer neu starten. Oh, ich führe 2-0, mein Gegner ist ein cooler Typ. Oh! Junge, meine WL besteht aus Gegnern wie Energie Kopfnuss, SV Sevilla, Ajax Dauerstram, Juventus Urin und jeder schwitzt um sein Leben. Die Namen sind nicht zum Digga, ja. Kopfnuss. Paris Ampel 1-1. Sports gespielt, das war auch nice. Wer ist im Call? Sydney, Eldos und Maurice Schovic. Wie läuft's bei Eldos? Ich glaube, Eldos ist im Loch. Schau mal rüber. Eldos 1-1, 58. Herr Gnabry ist bekannt, aber da sind jetzt so. Welches Spiel? Ich glaube 20. Ja, also. Irrelevant. Sandro, danke schon für deinen Sub. Fühl dich einfach schwer im Arsch, sobald die einmal verloren hat. Ständiger Druck einfach. Diese Real Quarte, danke für 5 Euro, sag zu Eldos. Diese Peter, kannst du mich auch noch. Der Mann ist gerade stumm, aber Dankeschön für den Fünfer, mein Freund. Was für ein Format morgen? 2 gegen 2. Juventus ist auch Urin momentan. Wenn Lille noch ein Spiel gewinnt, sind sie Meister. Was? Ja. Lol. Mit Burak Yilmaz einfach, Digga. Mit Burak Yilmaz. Der Mann ist so eine Maschine. Ich glaube, 20 Scorer-Punkte oder so. Ups, ich weiß nicht. Denkst du, Frankfurt kommt noch CL? Die haben heute verloren. Ne, unentschieden, die haben Punkte liegen lassen. Ja, das ist nicht so gut. Ja, gegen Mainz, da müssen sie eigentlich Punkte holen. Mainz ist momentan. Mainz ist sehr gut, aber wenn du Champions League kommen willst, müssen die da eigentlich Punkte. Also gewinnen. Die hatten, glaube ich, die waren noch relativ. Also die haben ja erst ganz spät das 1-1 gemacht. Wie sieht jetzt die Tabelle aus untenrum? Ich habe mir das noch nicht angeguckt heute. Er hatte einen über den Strich, glaube ich. Wie viele Punkte? Aber punktgleich mit Bremen und mit Bielefeld. Aber spielen wir also alle drei. Nee, nicht mehr, oder? Doch. Eins weniger, ja? Glaube ich. Eins, glaube ich auch. Aber die wurden auch schon nachgeholt, oder nicht? Ne, Hertha. Und da. Hertha hat ein Spiel weniger. Und ist über Bremen. Aber ja, du hast recht, alle haben 31 Punkte. Hertha hat seit 5 Spielen nicht mehr verloren, aber einfach mal 4 Mal unentschieden. Wie viele Punkte sind denn die vor? Also vor dem Abstiegstrich da? Nichts. Ungleich mit Relegation. Ungleich mit Relegation. Ja, okay. Ein Spiel weniger. Ja. Gegen. Wenn sie das Spiel gewinnen, Schalke? Ist aber eigentlich. Nee, spielen die gegen Schalke. Digga, die spielen gegen Schalke. Wenn die gegen Schalke nicht gewinnen, dann sind die. Was soll ich denen erzählen? Schalke hat auch gewonnen.
Ah ne, die haben noch verloren, die haben noch verloren. 2-0 geführt und innerhalb von 15 Minuten 3 Stück kassiert, Digga. Also wenn die gegen Schalke nicht gewinnen, dann kann ich den auch, dann kann ich auch nichts mehr zu sagen. Die Jungs sind jetzt noch mehr gebrochen. Die dachten, ey, es geht ja doch. Mit den 15 Minuten, bam, bam, bam. Atletico 77 Punkte, Real und Barca jeweils 75. Junge, dann wird Atletico so richtig dreckig Meister. Die Liga ist eng außer Deutschland wieder. Ja, und England. Wann war Atletico das letzte Mal Meister? Und Italien sind die eigentlich auch. Achso! Justus, danke für den Sub. Hertha macht das. Glaubst du, dass Hertha das macht? Ja, ich glaube schon. Ja, also die müssen nur gegen Schalke gewinnen, dann ist das Ding durch eigentlich. Soweit ich weiß. Kairo mit 1 Euro. Was ist eure Meinung zu Polo G? Feier seine Musik extrem. Wie ist allgemein deine Meinung zu amerikanischem Rap? Für eine Deutsche kann man sich nicht mehr geben. Ja, ich feiere auch momentan auf jeden Fall Ami-Rap viel mehr. Junge, ich fand sogar die letzten Zeit sind echt gute Lieder rausgekommen, ne? Ami-Rap? Macht, ja. Wirklich so. Da war auch mein Don Toliver mal wieder in deiner Story, hat mir gefallen. Don Toliver war so ein guter Mann. Hab aber ein bisschen Hate bekommen für das Lied. Ich find's übertrieben geil. Also manche fühlen, du musst ihn halt fühlen, ne? Du musst Don fühlen. Den Don. Manche feiern ihn, manche feiern ihn nicht. What You Need, so ein geiles Lied. Miss the Rage, auch geil. Ja, danke. Oha, Triple Red und Playboy Cardi magst du? Das finde ich super. Sind so gut. Rapstar und dieses Solid, ja, ich schwör's euch, seit in einer Woche sind 4 geile Lieder rausgekommen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren sind geile Lieder, also vergleicht es mal mit Deutschrap. Was habt denn ihr das von mal? Jungs, ich sag's euch, holt euch. Hey. Bei Jan Kacks Album ist auch ein Lied mit Don Toliver. Ah, warte mal ganz kurz. Ich spiel gegen Prime R9 und er heißt Ennis. Ich weiß, glaube ich, was das jetzt wird. Ich spiel gegen Ennis mit Prime R9. Könnte cool werden. Und 4 Ennis Außenverteidiger. Ah, nee, er spielt Kunu D. 3 Außenverteidiger nur. Kundur, wie das Spiel heißt. Stefan, 2 Euro, weil du ein Ehrenmann bist. Vielen lieben Dank, Stefan. Für die 2 Euro. Wir kommen echt viele Spenden hier gerade rein. Wenn dir das zu viel wird, lass einfach deine Mods vorlesen. Ja, Mods, einfach mal die Spenden bitte vorlesen. Mit dem Kopfhörer rausspielen, Alter. Bei mir oder bei dir? Bei dir. Bei mir gibt's Leute. Muss ich gucken, Digga. Bei mir gibt's einen Muter. Mein Gegner spielt Figo, Leute. 88er Baby. Das ist besser, wenn du sabbelst, Sidney, und dich nicht konzentrierst. Was ist? Du bist besser, wenn du sabbelst und dich nicht konzentrierst. Ja, ist so. Oh, Digga, was? Aber ich wette, er hat R9 gezogen, Mann. Ah, doch, R1, Mann. Ich bin angestrengt, weil ich nicht konzentriert. Bei Fußball auch so. Ja, weiß ich ja, deswegen. Junge. Weißt du, dass ich im Spiel singe, die ganze Zeit? Was redest du? Doch. Hä? Hey, was soll man denn machen, wenn man den Ball nicht hat? Da singt man halt, ne? Ja. Hä? Bisschen Jude. Starker Move. Und sonst, wenn Fans da sind, dann guck schon mal in die Ränge, ob da irgendwo eine Frau ist, die geil ist. Digga, das sind wirklich richtig Probleme, Digga. Mein Junge. Ich hasse es, wenn ich das so durchspann. Jetzt ein 3 nimmt für Elite. Happy Webby. Ach, 1 für mein Gegner. Hi Flo. Ich glaube sogar Kräuf ist besser als R9, ne? Also safe. Was sagst du, Sid? Habe ich schon lange gesagt. Eli hatet Kräuf, ich hate R9. Ich hate auch R9. Ja, man muss halt diesen Spielertyp abhängig. Jeder hatet R9 den Aber was kann R9 besser als Kräuf? R9, Digga, ich weiß safe nicht. Safe Abschluss, Digga. Ja, glaube ich auch. Aber mit dem Ball ist halt Kräuf besser. R9 kommt nicht zum Abschluss, Digga. Und passen kann der Mann auch null. Digga, der kann, wie gesagt, ich weiß nicht, was seine Stärke ist, außer vielleicht in der Box. Ja, schnell und kann schießen. Kann ich mir auch Klaas-Jan Hüntelaer holen. Edin Jacob, trotzdem ist gut, hat er irgendeine Karte. Der hat auch einen 90 Abschluss auf seiner Footbirthday-Karte, der Klaas-Jan. Ey, sprechen wir gerade von diesem Fettsack, Mann. Oh Gott. Ich schwör's, hier ist schon wieder irgendeine Scheiße in dem Spiel drin.
Ja, Kopfhörer rausspiel, Leute. Zum Beispiel spielen wir später Fortnite. So 2 Uhr, 1 Uhr. Ich spiele gegen jemanden, der heißt Wuseling. Oh. Ey, jeder Gegner Deutscher. Ey, mein Neffe hat mir einfach gestern einen Snap geschickt, wie er einen mit Elevator sieht auf dem Spielplatz. Oh, nice. Und Stefan, er geht da hin und flext so. Ja, Sydney ist mein Cousin. Ja. Kann ich mir bei X-Day Creeks vorstellen. Ja, er hat doch Autogrammkarten von mir gewollt, damit er die in der Schule verteilt. So ein Cringe-Kopf. Oh, verstehst du? Hä? Ich hab dich nicht gehört, Bruder. Wie verstehst du? Was? Red doch auf Bosnisch oder Kroatisch, Jungs. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich hab mich gehört. Kannst du auf Bosnisch reden, ey, das dann ist das Spaßig? Ja, Spaß mit einem scharfen S? Misskommen. Oder ich muss mich einfach lauter stellen als von beiden. Alles gut, Mo. Ich hoffe, ein bisschen unangenehm gerade. Ich hoffe, dir geht's gut, Mo. Magst du Chivapchichis? Einfach mal darüber reden. Ich konsumiere die Wochenendliga und sie macht so viel Spaß. CR7, ich hab's euch gesagt, dass der Mann so komisch ist. Er verkackt so einfache Sachen, Freunde, teilweise. Das ist CR7 Totti, Freunde. Komplett alleine vorm Tor auf seinem verkackten drecksrechten Fuß. Und er macht ihn nicht rein. Sowas muss selbst rein, selbst wenn ich alles falsch drücke. Wuselig mit einem super Tor hier. Wie steht's? 1-1. Einer schreibt, spielt gegen den gleichen wie Eldos eben. Hast du gegen einen gespielt, der Stürmer Bulaya hatte, Tots? Nee. Mhm. Nice. Ich spiel Spaß denken, du hast recht. Aber ich habe auch schon gegen Eli gespielt, die Weekend League. Jungs, wir haben ein Problem. Ich habe keinen Aufladekabel für den PS5-Controller und meiner ist gleich leer. Sehr gut. also kannst du mit du kannst einfach mit PlayStation 4 laden. PlayStation 4-Controller. Nee, ich glaube nicht, oder? Doch. Nee, einfach oder? Für immer nicht. Nee, ich glaube, geht nicht. Kann man nicht. Das haben die mit Absicht gemacht. Hä, hey, doch, auf PS4-Version kannst du spielen. Oder du benutzt einfach die PS5 nie wieder, so, weil du Controller auch nicht gut. Auch eine gute Idee. Stell dir einen neuen PC, Controller. Mann, geh mir nicht auf den Sack, Digga. Spende lese ich danach vor, wir machen auch nach dem Game hier ein Giveaway. Muss nur meine scheiß PSN-Karten loswerden. Weil ich nicht in dieses Scheißspiel was reinstecke. Muss alle auf rechten Fuß? Einfach 30. Minute, der Ball war noch nicht im Aus. Junge, Junge, Junge. Kussi, Brate. Dobro, dobro, T. Dobro, dobro. Kreu, haut mir das Ding rein. Ist Willi nicht online? Ich glaub schon, ja. Doch, er ist online. Mann, wer war das? Pelé, Dummkopf. PS4-Kontingent. Alter Opa. Muss ich mit dem Kraft spielen. D2Sit 18-1, glaube ich. Einmal verloren. Stefan wieder mit 2 Euro. Wenn du gewinnst, gönn ich nochmal Kuss. Ich gebe mein Bestes gegen Ennis. Paolo mit 2 Euro. Kannst du mit der Taktiken zeigen? Feier dich mega. Ausrufezeichen Taktik. Ich glaube, da kommt das rein. Willow mit 5 Euro. Eli, was geht? Einfach mit Lymphknotenentzündung deinen Stream gucken. Was ist denn mein Kreis? Die hast du überall. Die hat man überall, aber. Ja, aber ich glaube, die haben halt. Ich weiß nicht, was sie trinken können. Ja, ist wahrscheinlich der Halt. Gute Besserung, mein Freund Benny. Justin mit 2 Euro, danke für deine tolle Unterhaltung. Dankeschön, mein Freund. Schipper. Von Persi. Mein Gott. Bist du gut, wow.
Der Mann guckt halt fleißig meine Streams, ne? Kann sich ein bisschen was abgucken. Glaube ich ja nicht. Kann sich so viel abgucken bei mir. Ich hab Bock auf ein Taktikvideo von Eddie. Also ein richtig schlechtes so. Alles ausgeglichen einfach. Ja, ja dann Jungs, ich auch Stocke nicht. 3-4-3. Auch nichts. Ja, das hatte mal Mörser gemacht, glaube ich. 4-1-2-1-2. Außenverteidiger sehr offensiv und einen Sechser in die Kette fallen lassen. Das habe ich denn sogar gespielt. Das war so schlecht. Ja, aber momentan, jetzt sage ich ehrlich, seit einem Monat spiele ich wirklich voll gut. Ich verliere so selten gegen, also. Mach mal so ein Taktikvideo. So 3-4-3 und dann richtig scheiß Anweisungen, damit alle das spielen. Nicht gut. Mann. Amomo, ich spiele auch wirklich viel jetzt gegen Raute. Ja, warum wohl? Hä? Pusht er sich und er schreibt rechtzeitig zur Weekend League fertig geworden und so freut er sich, Alter. Unsinn. Aber du bist doch voll konteranfällig, oder? Ich hab das paar Mal gespielt. Digga, ich bin ein Edamer Käse da hinten. Ich bin so löschrig, ja. Das glaubst du gar nicht. Oder nicht, Eldos? Doch, doch, schon mal. Aber spielst du dauerhaftes oder spielst du auch 4-4-2 und so mal? Mann. Nee, ich switch eigentlich gar nicht mehr. Mann, Digga, was sind das für Gegend um? Hab nichts gesagt. Ich bin so ein Presser. Ich spiel jetzt irgendeine Raute, der soll mich auf den Sack gehen. Was mit Umut? Umut nicht qualifiziert, ne? Umut nice. Spielt da Black Ops 3. So cool. Oh mein. Ryan und Eddie. Was passiert in Berlin? Ich verstehe es nicht. Wie geht sowas nicht rein? Egal, er hätte mit R9 auch einen reinmachen müssen. Aber es ist trotzdem bitter. Eigentlich hätte er nicht mit R9 einen reinmachen müssen, weil ich da stand mit einem Scheißspieler. Aus. Sein Figo ist so gut. Es reicht. Vincent und Quinn, danke für die Euros. Moin, du bist ein Schluck Wasser, Junge. Moin. Drei Spiele, hi, Willi. Moin. Moin, sind Willi. Willi, bleiben wir hier. Ja, morgen meinte Seppo. Außer und wir da? Organisieren selber was. Ich hab mal ein bisschen geschrieben. Falsches Land. Wen hast du so geschrieben? Er sagt falsches Land. Wen hast du so geschrieben? Kannst du dich an die eine erinnern und die andere war verheiratet? Oh Mann, oh Mann. Ja. Frühstücken zusammen. Ja, Frühstücken, ja. Habt ihr den Blog gesehen? Würde am Wochenende vorne Mädel gebrochen, erst geküsst und dann gesagt bekommen, nicht so viel rein zu interpretieren. Bin so im Loch. Scheiß auf sie. Schreibt ihre besten Freunde. Und die in Zweikampf gegen mich. Und da? Achso. Der Wuseling. Das macht so viel Spaß. Ach, und dankeschön für den Host. Kuss. Ich hoffe, du hast einen Stream gehabt. Schön, Mondi. Sidney, hast du schon von Eldos neuen Flamme gehört? Nee. Flamme sogar, doch. Das, was du mir geschickt hast? Ja. Schreib aber, dir. Nein, aber ich kenne da jemanden. Und du kennst ihn auch gut. Der ist auch dran. Was? Ich weiß, ja. Kenn ich ihn auch? Nee. Komisch. Wie fährt sich der Fett? Gut. Finger weg, ey. Der fühlt sich wirklich gut. Wenn man Pre-Order-Code hat, muss man trotzdem 6 Wochen warten. Jetzt müsst zwischen 3 und 6 Wochen warten, Freunde. Manche bekommen das, also sobald wir gucken, überlegen, wie wir es machen. Aber es ist besser für alle. Weil ich in meinem Aufbau wieder den Ball verliere. Samarco mit 7 Euro. Ich würde gerne bei Sydney bedanken für den Tipp mit dem Olivenöl. Samarco spendet 7 Euro und ich soll sagen, Sydney, Dankeschön für den Tipp mit dem Olivenöl. Schön.
Ich hoffe, Medi versucht es heute. Ich weiß nicht, ob er mit dem Arsch hat oder. Mann, ich schwöre, Mann. Ihr habt dich zu verlieren. Ihr habt wirklich wie eure Würde habt ihr zu verlieren. Nein, ihr habt schon die Würde verloren, wenn ihr euch schon runterholt. Nein, das ist völlig regelkonform. Das ist menschlich. Komfort. Domino mit 4,50 denkst du aber leider für das Juve im Sommer. Wenn die Champions League nicht schaffen, dann schon, ja. Ja, okay, und dann einfach ohne Foul. Irgendwelchen Spielzeugen sich selbstzufrieden ist auch völlig human. Das ist so wie Gleitgelust, natürlich. Nein, das ist Quatsch. Biologisch abbaubar. Ey, na, das ist sogar gut für die Haut. Ich glaube, die warum ich so schön gebräunt bin. Wegen Olivenöl. Die Haut ist nur geschmeidig da unten. Ist ja ekelhaft. Oh. Alter, verlieren. Weiter geht's. Probiert's einfach aus und sagt danke. Edi wird mein Sub automatisch verlängert. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Bei YouTube? Ich habe keine Ahnung. Die quitten aber auch nicht. Ha, macht Spaß, sagst du. Ennis. Einfach mal raus, Ennis. Es ist nicht schlimm. 3, 2, 4. Lass es geschehen. Ennis, es ist 23:20. Was sollen wir dir erzählen? Ennis, auch einfach mal raus jetzt. Die Rivals-Punkte. Wird automatisch verlängert. Ach so, also ich, bei Twitch, ich komme glaube ich drauf an, wie ihr das macht. Ja, bei Prime wird nicht automatisch verlängert, aber bei normalen Subs schon. Okay. YouTube ja, Twitch nein, okay. Ulkige Nudel. Objektiv kommt mit 81 Base, was redest du? Mein Sub wird automatisch immer verlängert. Ihr seid in der Abo-Falle, alles gut. Da gehört ihr hin. Guck mal, und den macht Ronaldo auf einmal. In so einem Spiel macht Ronaldo den. Ohne Sinn. Noch 40 Minuten, dann hat Richard Geburtstag. Das heißt eigentlich, du willst 30-0. Eigentlich schon, ja. Na, geht ja nicht mehr. Richards Geburtstag. Kannst dem Mann was schenken, ja? Stell dir mal vor, wie cringe ich dem was schenken würde. Einfach Elevate-Anzug wieder. Einfach mal rüberbrettern, ne? Der freut sich, der Mann. Mhm. Aber fahr einfach mal vorbei zum Spiel. Einfach zum Training, dann stehst du da mit einem Schild. Einfach da. Hey! Richard an Digga, Edi das wäre das krasseste Video, das oder? Wenn ich den in echt sehen würde. Und dann einfach ohne Gespräch. Ja. Ich glaube, der kann auch gar kein Englisch. Ja, ja. Ja, bei uns auch. Das ist ganz, ganz schlimm. Schreibt einfach hey. Gideon, danke schön für den Euro. Mal großer lass dich nicht ins Loch stoßen, wurde diese WM mit 29-1 als sonstiger Elite 2-3 Spieler reingestoßen. Ja, das passiert öfter in dieser Weekend League, ist halt ein Steilspiel. So. Gut, Freunde, wir hauen das erste Giveaway raus. Ihr könnt eine 20er PSN-Card gewinnen. Alter. Paul mit 10 Euro. Hey, Indy, ab heute Geburtstag wollte dir mal sagen, dass du der beste Streamer bist. Gucke nicht jeden Stream, aber wenn ich gucke, zweimal mit K übrigens gucke. Es ist immer lustig. Und auch Grüße an die anderen Eierköpfe. Paul, dankeschön für den 10er. Alles Gute zum Geburtstag und gucken wird mit G geschrieben. Vielen lieben Dank. Stefan mit 4 Euro stark gespielt. Daigisch 90er oder Bergkamp? Daigisch würde ich spielen. Also, Hashtag Medion in den Chat, Freunde. Diesen YouTube-Kanal hier abonnieren, dann seid ihr beim Giveaway dabei. Und ihr müsst der Modemarke von Sydney und mir und Waddy folgen. Wir droppen in 5 Tagen. Das ist sehr, sehr gut angekommen, dass wir einen Pre-Order machen, Freunde, weil es war erstmal vorgesehen, ganz normal, wie wir sonst auch immer droppen, aber wie gesagt, die waren nach 2-3 Minuten jedes Mal ausverkauft. Und wir wollen auch einfach mal, dass Leute die Chance haben, was zu bekommen. Und jeder, der eins haben möchte, bekommt auch in der Regel eins, auch in seiner Größe. Einziger Nachteil ist, er muss ein bisschen länger warten. Aber ihr bekommt es und könnt dann sehen, dass wir keine Scheiße immer labern, dass es wirklich cool ist, die Produkte. Und ja, haben deswegen ausnahmsweise diesen Pre-Order, diese Kollektion als Pre-Order gemacht. Und
Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele gut finden, aber da seht ihr, da sieht man mal, wie viele wirklich auf diese Dinger geiern und einfach Angst haben, nichts zu bekommen. Wo ist denn das? Achso. Hier. Geile Idee, 83%. 83%, ich dachte es ist so 55, 45, sowas in der Art. Aber es ist halt wirklich so, dass echt, es gibt Leute, die haben seit 3-4 Kollektionen nichts bekommen. Und das ist halt schon Quatsch, Digga, und die tun mir halt leid. Klar kannst du, wenn du ein bisschen drauf geierst, dann kriegst du auch in der Regel was mit den Pre-Order-Codes, die wir sonst immer machen, aber nicht jeder hat das immer auf dem Schirm. Deswegen, ihr habt 24 Stunden dann immer Zeit zu bestellen und ihr bekommt dann höchstwahrscheinlich die Sachen, außer ihr habt richtig viel Pech, weil der Pre-Order-Code wird auch limitiert sein. Das Pre-Order-System wird limitiert sein, also es ist nicht so, dass es unendlich sein wird, aber schon sehr viel mehr als ursprünglich geplant. Samuel, Dankeschön für deinen Sub. Bei Coutinho und so, bei gechillten Leuten, die wir kennen, kannst du eigentlich mal alles lassen. Ja, Coutinho ist chillig. Und ihr könnt ihr mal hier die 10.000 Likes vormachen, fehlen 400 Likes, dann haben wir die 10.000. Wir stehen 16-1. Und ich habe keinen Spaß. 16-1. So. 10.000 Likes geknackt, Kuss. Mario Kart sind Garten sind. Also wenn ja, ich weiß, haben. Digga, aber ihr seid doch crazy. Digga, Mario Kart sind wir gar nicht mehr. Wie kam da rein wie du? Oder nackig. Guck mal, Elian, der wusste nicht mal, was Driften ist. Mittlerweile bin ich ein Spieler mit 3.000 Euro Earnings. Ich auch. Ja. Hä, hey, hast du 3.000 Earnings, Sidney? Ich hab jeden Team Cup gewonnen. Lol. Jungs, wen haust du denn? Mit dem Big Host, wen geben wir den? Sidney, willst du einen Big Host? Ich geb den einfach Eldos. Buddies online. Ist Eldos wieder im Block oder was? Der ist die ganze Zeit mute, Alter. Lotti auch mal reinschleichen. Aber nee. Momo, kennst du Lotti? Ja. Oh, cool, ich spiel gegen die Außenverteidiger. Bussi, bei Psycho? Ja. Rein, Coutinho. Hau rein, Jungs. Kentox, Stenner. Boah, ich glaube, der hat entweder Gold oder Elite geholt. Mit zwei roten Premier League-Spielern. Geh mal los, mit nach dem Spiel aus. Es wird Stopp gedrückt, es wird nachgeguckt. Alles gut. Wie heißt der genau, Stenner auf Twitch? Weißt du das, Eldos? Achso. Eldos unterstrich FIFA. Oh mein Gott. Aber keine Garantie. Probieren wir einfach mal. Schöner Hammer rein. Wir sehen uns, ja, Jungs. Ciao, ciao. Weil... Ey, dort nur 2.000? Ich weiß es nicht. Was, 2.000? Mario Kart? Mhm. Ne, ich habe einmal 2.000 gewonnen, einmal 1.000. Ging einer um 2.000? Ja. 12.000 Euro glaube, Mario Kart gehabt. Die Revanche. Ich 4.000 Euro Earnings? Dann müsstest du 4.000 haben. Ah, oh, noch nichts davon gesehen. Dann musst du Marc schreiben, lol. Ciao, Männer. Boom. Ah, ciao, Momo. Oh, okay. Aha. Ich bin auch hier gerade. 12.000, achso. Oh, oh. Ramen und OJ, sehr gutes Lied. Lil Baby und Joyner Lucas, wow. Man. Magst du Lil Baby? Ja, obwohl, ja, schon, aber ich bin ein paar besser. Boah, ich hab Fahrstuhlmusik und ich spiel wieder gegen Öler. Ja, cool, du kannst Lacko Kette abbrechen, herzlichen Glückwunsch. Und du kannst einen scheiß Elastico auch, sehr cool. Ohne da. Ach, man. Wie viele Wins habe ich? Oh mein Gott. Ich habe die Chance gerade nur wegen dem Lied verkackt. Was ist das denn für ein Lied? Ja, die Stimmung bei FIFA ist so komisch. Ich dachte einfach so nebenbei, ich habe nicht mal Bock drauf, einfach nur irgendwie Wins holen.
früher, ich hatte 2 Accounts bei 40 Spielen Weekend League. Ich habe 80 Spiele gebrettert. Junge, Sidney, du hast damals Black Ops mitgespielt. Ja. Oder ich war, ich hatte mal einen Account und da habe ich am ersten Tag schon 20 Spiele oder so gemacht. Und dann war ich traurig an Samstag und Sonntag, weil ich da nicht mehr zocken konnte. Samstag saß ich denn da. Wenn ich jetzt so viel zocke, dann kann ich Sonntag nicht mehr zocken. Das war das Highlight der Woche, wenn Freitag war. Das hört sich irgendwie nach so einem traurigen Leben an. Ja. Ich und Julius Karl im Training haben wir hingefiebert auf Freitag. Julius noch 3 Tage ins Weekend League. Jede Woche. Boah, was ein Schuss, CR7, genau auf den scheiß Dreckstorwart. Kimi, oh, danke schön. Ja, Stange, ja, zum 40. Danke, danke, danke. Ja, Mann, Jungs, es ist in Ordnung. Kannst du eine Pause anbieten? Ganz unverbindlich. Was? Hi, Willi. Hallo. Wenn der reingeht, ist das das Unverdienste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Wie hast du schon gebuttert? Ich hab noch 13 Mal Spaß vor mir. Das ist eine ordentliche Bulette. Mhm. Oh, Blowfield. Wenn ich das lese, kriege ich auch wirklich Blow. Chochiebe. Chochiebe. Anno! Ich habe wieder Bock, ein paar Mal Anno zu sagen. Mhm. Ich auch. Gehen wir morgen nach Bratis? Gerne. Cool. Boah, wieder mal geil essen, Mann. Geil. Wie viele Spiele habt ihr denn noch? Boah, noch 2. 2. 14 Tage, wenn du es genau wissen willst. Oder sagen wir ab heute 13. 13 noch. Und morgen ist frei, sagen wir 12. Ja, ja, noch 12. 12 bis Deutschland. Dann gibt es die Wiedervereinigung. Deutschland wird wieder vereinigt. Und dann gibt es einen Döner für Willi. Willi fährt mit mir zurück, Edi. Jungs, nimmst du nicht übel, ich kann nicht so viel reden, weil ich hier gerade schon wieder gegen jemanden spiele, der dieses Spiel so gerne... Mach weiter! Kein Problem. Alles gut, mach weiter! Guck mal auf den zweiten Pfosten, sehe ich auch nicht. Freu mich so auf die Fahrt. Liebes Auto zu fahren. Nein. Mann, es ist so unverdient. Es ist so unverdient. Junge, Arno. Zeig, Mbabu 40 Zentimeter. Willi? Wir haben das Spiel einfach im Stream geguckt, Willi, mies cool. Echt? Mit Brian. Ja, wir haben auch gesehen. Und hast du dieses Foul gesehen, Sidney? Ja, ja. Welches? Da wurde dein Steißbänder komplett wegge... Junge, glaubst du mir, dass mein Fuß davon, glaube ich, irgendwie was abbekommen hat? Junge, er hat nur meinen Fuß getroffen, Mann. Wir haben so gelacht. Du bist komplett, nur dein Fuß, nur so die Spitze da und komplett wie die... Ja, es tat so weh, glaub mir. Mein ganzer Fuß tut weh. Ah, Chochiebe. Hast du auch geschaut, Elders? Ich hab bei Sydney, ja. Oh, cool. Ich hab geguckt. Davon habe ich nicht. Und dann, wo du angewechselt wurdest, habe ich. War ich da. Nach 5 Minuten. Ich den Anschlag. Wer war nochmal verletzt? John. Direkt danach, ich denke so. It's Melinda! Männer. Guckt's euch an, wie die spielen. 68% Ballbesitz. Er war einmal vorm Tor. Es läuft gerade ein Giveaway, Freunde. Ich bin schon wieder so krass aggro. Spenden lese ich danach vor. Ihr müsst Hashtag Medion in den Chat reinschreiben. Mir auf.
mir auf YouTube folgen, diesen YouTube-Kanal abonnieren, Like auf den Stream da lassen und ihr müsst Elevate auf Instagram abonnieren. Der Modemarke Elevate und mir. Mein Gott, ey, ist das krass deprimierend, ne? Wenn es hier bei so einem Game 1-1 steht, 68% Ballbesitz, der Typ will nicht nach vorne spielen und es wird sogar belohnt. So schon meistert. Und dann ergreift er sein Ohr, er greift wieder weg und dann war ja 2 Minuten oder so Pause, bis er dann endlich zum VR gegangen ist. Er hat zu mir gesehen, er hat zu mir gesagt, Sommer, don't scream! Die Kommentare sagen auch Someru. Was sagt der? Someru. Ändern die einfach die Namen. Junge, er war so schlecht, der Schiedsrichter. Der hatten wir auch so oft schon. Ja. Der hat so einen Geldkoffer versprochen bekommen. Ey, wenn ich gegen den in Führung gehe. Wenn ich den jetzt nicht mache, mein Gott, Mann. Ich kann nicht jeden Abend Kopfschmerzen haben, Mann. Trinkst zu wenig. Trinke. Sag's dir immer wieder. Trinke. Meter. Ich hab jetzt Bock auf Eis. Yeah, Bentimate. Wie kann das sein? Wir haben Triple-Prämie gefordert. Und? Ja, rot gekonnt abgelehnt. Hatte. Ja. Hast du schon mitgesungen, ne? Beim Event. Ja. Ich auch hier. Wenn mir das anguckt. Schon mitgesungen. War das nicht ein neuer Code von Slow? Ja. Nee, der sollte. Nee, der kommt nicht, also der ist noch nicht da, weil Slovan das letzte Gehalt nicht gezahlt hat und er hat gesagt, erst wenn die Spieler gezahlt werden, dann könnt ihr mich holen, bevor ihr irgendeinen neuen Spieler verpflichtet, neuen Dreher. Ehrenbruder. Einfach Divkovic. Aber war 1-0, nicht? 2-0. Ja. Der arme Nico. Ja, aber er wusste direkt. Ich hab doch gar nicht gechillt, ne? Er wusste das direkt, das ist richtig krass. Wir laufen zur Eckfahne. Ich sag bravo, Timo Werner. Er sagt zu mir, it was offside, believe me. Ich sag, no chance. Auf einmal abseits. Das wäre Abschluss oder so, ich hab gar nicht aufgepasst. Auf einmal langer Ball, Nico steht da so halbmäßig, so einfach so drin. Digga, hast du einmal gesehen, wo er hinrennt? Nee. Ich will ihn nehmen. Ball in die Füße spielen, so, der Mann rennt einfach weg. Weggerannt. Ich war einfach sauer auf ihn. Okay. Nico, komm hier! Where you go, Idiot? Ah, 1-0 in der 44. immer wichtig. Der Gegner hat 15 nicht, ne? Minuten. Ich pack's nicht. Der Mann von Berlin ist gebrochen, glaube ich. Halt nach Berlin, 2-2. Wie stehst du, Eldos? Ich stehe 23-1. Oh, nice. Machst du weiter? Top 200 ist möglich, ja. Oh, auf deine Gerechtigkeit. Ah, es kackt, wie ich verloren habe. Ja, komm, Digi, scheiß drauf. Immer kacke. Was soll ich dir erzählen? Ich stand 2-4. 6-4 oder so. Hab mich irgendwie zurückgekämpft. Ich verstehe es jetzt, Willi? Wenn ich das gewinne, 10-4. Ja, immer noch nicht gut, ich weiß. Nein. Ich weiß. Der Typ geht mir so krass auf den Sack. Aber ich sag ich dir ehrlich, muss hier in Führung gehen. Hier FIFA zu spielen, unmöglich. Ja, ich habe letztens bei Sydney geguckt, wo du Apex gezockt hattest. Und wo er bei dir war. Und da war. Ja, da ist Sydney ist da auseinandergebrochen. 2 Spiele, dann will ich schaffen. Sydney mal drauf gehen.
danke. Ich würde so gerne mal Eli sehen bei unserer Connection. Nervenzusammenbruch. So, wenn er muss alle drei Spiele beenden. Zweimal Arno getroffen. Wie geht der mit Bruno Fernandes nicht ein? Bruno Fernandes, ist mir scheißegal, wie man dich ausspricht, du hässlicher Knecht. Hey, tranquilo, hermano. Er spielt so ekelhaft. Wenn du gegen den einmal den Ball verlierst. Ja. Nee, ich glaub's nicht. Ja, Kito! Gegentor. Not today, GG's. Oh, bitte spiel nach vorne. 21:0 stehen wir. Gut gemacht. Okay. Du kurz Eis. Berlin ist gefallen, glaube ich. Ich muss hier in Führung gehen, aber scheiß drauf. Der ist nicht so schlecht. Mit seinem scheiß Drecks auf Ballbesitz gespielt. Ich bin gerne. For me, Luka Modric. Sydney? Sydney ist alles von Willi. Ich bin da. Elders? Was ist los, Willi? Nix, nur so. Willi. Ah, ja, wir losen die wohl aus. Oh, hat er verloren? Eli hat verloren gerade, ja. Wie viel? Ich glaube. Paolo Di Balla hat gewonnen. Schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat. Ich bin gerade im Loch. Oha, nice. Mann, einfach von Juve. Digga, ich verliere gegen jemanden, wo ich dreimal gefühlt den Ball hatte. Lukas hat den gleichen schlechten Abschluss wie ich, der Knecht. Wenn ich wüsste, dass er vorher so gespielt hätte, Mann. Vor allen Dingen, ich hätte dreimal am Anfang in Führung gehen müssen. Dreimal. Weite! Und da? 21:0. Und morgen Schule in der Schule. Ich schieße zweimal Aluminium. In der Phase, wo es unentschieden steht. Willi, kann sein, dass das Eis geschmolzen ist und jetzt wieder zusammengefroren ist? Weiß ich nicht. Ich hab's einfach im Kühlschrank gemacht. Wie lange stand's draußen? 5 Minuten im Maximum. Nachdem du gegessen hast, habe ich nicht mehr gegessen. Und wann hast du es eingebracht? Das sieht aus wie Wasser. Das Eis? Ja. Die Wasser? Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was in deinem Kühlschrank abgeht. Muss ich dir auch offen und ehrlich sagen. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, was in deinem Kühlschrank abgeht. Aber wenn du willst, können wir zur Tanke fahren. Nein. Mann, ey. Willi, bald läuft Vertrag aus, schon Vorstellungen? Ja, also ich träume öfters. Ja, also City, Real, so irgendwas von den beiden. Je nachdem, wer die Champions League gewinnt, dann entscheide ich mich für den Gewinner. Das ist eine doofe Frage. Real. Boah, ich bin gerade ich bin gerade Stroh 80, ne? Ich bin so leicht am Flammer. Ich bin so leicht am Flammer. Du hast, glaube ich, 3 Sätze in dem Spiel gesagt. Ja, Digga, weil ich dreimal auch den Ball hatte. Ich habe jedes Mal geredet, wenn ich den Ball hatte. Er hatte 70% Ballbesitz.
Stand? Wie steht? 5-2 verloren. Es steht, Digga, es steht 0-0, ich schieß Aluminium, ich verkack alles vorm Tor. Es steht 2-2, ich steh mit 2 Meter mit Bruno Fernandes vorm Tor, er schießt ihn gegen die Latte. Im Gegenzug krieg ich ein Gegentor. Geskriptet das Ding. Und jetzt spiel ich gegen Flying Dutchman mit 45 Teamchemie und einem Bronze-Team. Geil. Was mit Dybala? Was soll mit Dybala sein? Mann, der war nicht kacke, aber es nervt so krass, wie wenn ich mir sein Gesicht auf der anderen Seite der Welt vorstelle, wie er da so sitzt und sich so mit seiner Musik, mit dem Hans Zimmer Time hört, mit seinem Gamer-Grip und rechts so ein Level up und sich dann einen Cola-Keks freut, wenn er mit seiner Mutter spielt, dieser hässliche. Wir sind im Mai. Ich spiele dieses Fußball-Simulationsspiel nur noch, weil es mein Beruf ist, mein Job ist. Und der Typ sitzt da mit Hans Zimmer Time und freut sich einen Kullerkick. Ich schwöre, ich hasse meine Nachbarn dafür, dass ich alleine nicht rumschreien darf. Wenn ich irgendwann mein eigenes Studio habe, was ich da veranstalten werde, und dann soll mich jemand anzeigen. Ist mir scheißegal. Dann zeig mich doch an. Zeig mich doch mal an. Pisser. Zeig mich an, Digga. Wenn ich dir mal zeige, was hier passiert, dann würde die mich verstehen. Dann geben die mir Schmerzensgeld dafür, dass ich hier jede Woche sitze. Mann, Leute. Okay, alles gut. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich reg mich nicht mehr auf. Ich spiele gegen Ajax asozial. Mit 4 Außenverteidigern. Was hatten sich die EA Sports eigentlich dabei gedacht? Was und warum hat man überhaupt Teamchemie drin? Ja, enge Haut, der nervt mich nicht. Gib mir Elite und dann können die meine Klöten lecken. Oh, 10 Siege. Ajax asozial. Wirklich, wie der Typ gegen mich gespielt hat, der gegen mich gewonnen hat. Es war so schlimm, Sydney und Willi. Er hat seine Angriffe 40 Minuten ausgespielt. Ja, Willi, der ist zu 90% nicht beschnitten, was soll ich dir erzählen? Der weiß nicht, was Schmerz ist. Der hat, also wirklich, das ist so eine nervige Scheiße. Auch immer diese Leute, die dann reinschreiben, du hättest besser schießen sollen. Ich habe mir Spieler gekauft, die kosten fast so viel wie ein Auto. Und sie schießen gegen den Pfosten aus 2 Metern. Bin ich schon wieder angefressen? Nee. Aber ich verstehe nicht warum. Und dann regt man sich auf, weil man sich über das Spiel aufregt. Man ist sauer auf sich selber. Na, gut gemacht. Gut gemacht von meinem Gegner. Also Neymar ist wirklich die größte... Ich darf das Wort nicht sagen. Eli fällt in alte Verhaltensmuster wieder rein. Ich bin gerade im freien Fall. Ich bin im freien Fall, niemand kann mich aufhalten. Junge, das Eis schmeckt so ekelhaft. Aber Neymar ist wirklich schlecht. Ich hab das schon mal erwähnt, Sidney, du bist wie ein kleines Kind. Du musst immer alles probieren. Ja, ich will das Eis essen. Ich hab... Das hab ich mit Olivenöl. Und da? Achso. Dann schmeckt's vielleicht doch. Ja, merk's ja.
Paul. Kocht der, also willst du noch mit dem Olivenöl kochen? Oder kann ich das haben? Ja, wie kannst du haben? Mein Vater hat gerade die Tür aufgemacht. Könnte ein aggressiver Spruch von Papagella werden. Nochmal? Nochmal, Sidi? Ob du es noch benutzt? Nö, nee, es kann sich komplett frei entfalten, mein Bester. Also ist jetzt meins. Ja, ist komplett deins. Kannst wirklich rumrubbeln, wie du magst. Nee, es rubbelt nicht. Das... Ey, Junge, dieser Kackson, Mann. Jetzt tanzt er wieder der Opfer. Und da? Den Ronaldo, den ich mal verkaufe, ich ihn besser ist. Oh, mein Fuß! Boah! Dicker! Midi, wie geht's? Gut dir, Benno? Road to 200, Top 200. Ja, geht leider nicht, weil wir schon mal verloren haben wegen Disconnect. Aber sonst die safe. Und jetzt geht's ab. Ey, Bruno Fernandes, so Müll bei mir, was der alles für Scheiße macht da beim Passspiel und beim Abschluss. Ich glaube, er hat ein Tor geschossen bis jetzt. Was ist denn hier los? Ach du lieber Freude. Runter. Jungs, ich fall gerade ins Fall, ich fall gerade rein. Ja. Zieh den Fallschirm, zieh ihn! Ruhig runterkommen, trink was und sammel dich. Kann das, ja. Ich hab auch ein schwitziges Ding. Hört mich Eli? Ich weiß nicht. Ja. Wir hören Eli. Ich höre, aber ich kann gar nicht. Okay. Ruhig. Hör auf meine Stimme, du kennst sie. Manchmal nervig, aber genau in diesen Situationen bin ich da. Du weißt nicht, wie die Scheiße. Benutzt die Pause. Benutzt die Pause. Auch mal Stopp drücken, um selber nochmal einen Gang runterzufahren. Mann, Ruben Dias so gut. Ach, ein Meter schön. Oh. Halt mich auf den Laufenden. Wie läuft's, Eli? 2-2. Weite! Minute. Eine Halbzeit. Aber ich bin gerade so sauer wie noch nie in drei Wochen. In den letzten drei Wochen. Welche Minute? Halbzeit. 42. So, 15 Minuten danach, um den Männern zu erklären, was sie richtig und falsch machen. Red mit ihnen. Vielleicht auch mal an der Taktik ein bisschen feilen. Digga, das ist ja das Problem. Ich bin ja tausendmal besser in jedem Spiel als mein Gegner. Qualität setzt sich am Ende immer durch. Nein, deswegen wirklich nicht. Das gewinnen. Ist das große Problem. Ja, aber bei FIFA jetzt nicht, aber ich meine in diesem Spiel. Da setzt sich die Qualität durch. Weite! Ich schieße zum 40. Mal in Folge Stange. Weite! Jedes Spiel, wenn es unentschieden spielt, ne? Wenn es unentschieden steht. Jedes Spiel, das dritte Spiel hintereinander. Gegen Ajax Asozial. Coole Playlist heute. Atta, halt dich bedeckt, Großer. Ich sag's dir einen guten. Benno, danke für den verschenkten Sub nochmal. Oh, guck's dir an, ja!
So, alles gut. Guck mal, genau so war meine Niederlage gerade. Ich habe meinen Gegner voll im Griff. Oh, wo ne, eigentlich nicht. Er hatte auf Ballbesitz gespielt. Er spielt nicht so auf Ballbesitz. Ich freue mich so morgen auf Bratislava. Vor allem, ich muss euch mal sein zweites Tor zeigen. Nicht aufregen, was du nicht mehr ändern kannst, Eli. Plus eins. Ist passiert. Klar, ärgerlich. Weitermachen. Kannst du nicht mehr ändern. Weitermachen. Oh. Okay. Jo, Kalle, Digga, was machst du hier im Chat? Hast du dich verlaufen? Habt ihr gerade einfach Buch gesehen? Nee, auch mal ins Lächerliche ziehen, richtig. Das ist so schlimm. Digga, Benno, was passiert hier, Digga? Hast du eine Bank ausgeraubt? Ja, no! No! Ach, der hat eine rote Karte dabei. Black, schön. Mein Gegner. Ich hab's gewusst. Es ist immer das gleiche Muster. Register. What's happening? I'm a savage. Yeah. Ich hab ein rotes Zeichen, als wäre ich ein Krankenwagen, Mann. Ich hab mehr rote Zahlen als Schalke, Mann, in diesem Spiel. Wie oft das angezeigt wird. Drei Zeichen geht, ne? Perfekt. Schön locker. Look at this, man. 10 Minuten, Jungs, das schaffen wir. Stehen wir 15-3, hä? Ist ja gut. Hey, komm, Lü. Wir haben Zeit. Moinsen, Jungs. Moinsen, ey, du Sticky, was geht? Was geht? Ich bin gerade gegen so einen guten Pro. Das ist ein richtiger Pro. So ähnlich wie ich, Pro oder Pro-Pro? Pro-Pro. Pro-Pro-Pro. Thanks, man. Thank you, man. Mach nass, Digga. Komm. Ich hab ihn, Willi, 5-2. Ja, Digga, dann ist es auch kein Pro. Das ist so eine Eintagsfliege. Einmal mit Areal waschen und Flecken sind weg, so ist der. Digga, ich dachte, ich verliere das so. Ah, da habe ich mich selber gepusht. Weiter. Das ist ein Steinschlag. Und was machst du beim Steinschlag, Eldos? Stärker zurückkommen? Nein. Kalkglas anrufen. Kalkglas repariert. Kalkglas tauscht aus. Was? Hä? Kalkglas repariert. Kalkglas, ja. Okay, Jungs. Wir können nicht zu Ende spielen. Nee.
Nein. Ich spiele nicht zu Ende. Berlin ist durch. Also wirklich. Kevin, ich bitte dich, lass den Quatsch. Real Talk, ich meine ernst. Ich bitte nicht, es zu machen. Ich sag auch nicht Deal. Ich bitte es zu lassen, weil ich weiß, dass du das durchziehst. Bin extra dafür hier reingekommen. Wegen was, Alter? Guck. Ach, was denn? Ja, genau genau so wie das da. Andere Spiel, ne? Genauso wie das andere Spiel. Jungs, bei mir läuft alles. Ich hab gar keinen Bock mehr auf diese Hurensohn Weekend League, wirklich. Ich bin grad so sauer. 15:3 Und ich kann nicht mal ausrasten, weil es 0 Uhr ist und mein Vater mich sonst zu auseinander nimmt. Richtig, Papa Geller. Guckt euch das mal an, bitte, was da für eine Scheiße passiert. Ich hab diesen Ball doch. Guck's dir an. Oh Mann, Agüe! Junge Mann, was geht bei dir ab, Mann? Mein R9 ist schlechter als Kun Agüero, Mann. Ich rede hier von einer Legende. Agüero ist auch eine Legende, weißt du, was der nicht bei City erreicht hat, Mann? Hat man ein bisschen Respekt? Yeah. Ich brauche einen, der mich gegen Tollwut impft. Ich meine so krass ernst. Nico, du Wichser, wenn du mich hörst, ehrlich. Nico, du Wichser, du. Warum mal ehrlich sein zum Nico? Hat Benno ehrlich Geburtstag? Genau das gleiche Spiel. Genau das gleiche Spiel wie... Ist alles gut? Ich bin durchgebrochen, Jungs. Right. Die Gala ist durchgebrochen. Das war's, das ist endgültig. Ich muss irgendwas kaputt machen, was ist nicht so laut? Scheiße. Hey, du, was hey? Monster. Ist auch gebrochen? Oh nein. Nein. Zieht mich so runter, ich steh 15:3 bei mir. Sieht nach Elite aus. Du stehst 15 drauf, ernst? Ja. Stark. 7 Wins in Folge. Ja. Lol, warte, ich spiele gegen jemanden aus dem Chat, glaube ich, mir. Ajax, asozial, GG ist nochmal gut gespielt. Hä? Der ist doch irgendwo Sub bei uns. Was? Ich kenne den Namen, gegen den ich spiele. Achso. Irgendwo kenne ich den. Wer ist der? CNT Nikovac. Ich kenne den nicht. CNT Nikovac, doch, der ist irgendwo bei uns. Der ist über irgendjemanden Sub. Digga, ich finde das so krass, wie dieses Spiel mich heute fickt, ne? Ich muss meine Wut irgendwo. Was ist nicht so krass laut? Sind deine Bälle noch nicht weg? Dann stark. Ich fühle mich so krass verarscht von diesem Spiel. Es ist das. Ich habe zweimal identisch verloren. In die Decke, Horneli. Aufs Bett. Ich habe zweimal identisch verloren, wie dieses Spiel. Ich muss irgendwas. Was mach ich auf? Ich box auch mein Ding weg. Ey, das dritte Mal gegen seine Tür. Bevor er rausgeht. Durch. Oh. Ausnahmezustand. Also wirklich, Freunde, ich habe mir gerade fast meine Hand aufgeschlitzt. Ich mache mal meinen Kopf auf den Tisch. Klack. Ich habe mir fast mal meinen Arm gebrochen da. Alles gut gegen Elfmeter. Ach, Mann. Eli macht später Spaziergang. Nee. So schlimm ist es nicht mehr. Das Ding ist,
Früher war man ja so richtig traurig, wenn man verkackt hat. Man war nicht sauer, man war einfach nur traurig. Richtig enttäuscht, einfach schlechte Weekend League gehabt, Mann. Scheiße. Jetzt einfach nur, man spielt das Spiel, weil es keinen Bock macht. Und ja, es ist nicht mehr so traurig, weil man verliert einfach nur. Einfach nur aggressiv. Wenn ich früher nicht Elite geholt habe, ich hab fast geweint. Ja, Omid? Oh, bei mir leckt's gerade so rum, Hilfe. Puh, sind noch am Leben? Oh nein. Zwei Omid. Digga, es leckt's gerade so rum, Hilfe. Ich glaube, das Spiel wird ein Quitter. Ohne viel Aufregen. Krieg ich halt raus. GG's. Ich bin so krass im Loch, ne? Wie lange nicht mehr? Wie lange nicht mehr? Es ist so. Es zieht mich so runter, weil ich schwöre jetzt, ich meine das wirklich ernst. Es ist krass, wie dieses Spiel ein. Zocker mit 5 Euro. Edi, ich wäre ein Kind von dir. Nun, der Name ist noch ein Problem. Hab ein paar Mykonos-Cola-Entos. Ich habe mir meine Hand aufgeschlitzt. Danke für den Fünfer. Nikolai mit 5 Euro. Hallo Edi, kommt bei der Kollektion auch die Größe XXL raus? Nein, mein Freund, leider nicht. Frank mit 2 Euro. Lass mich einmal bitte einweisen und schicke die Rechnung nach Kanada. Nicht mehr normal, das Spiel. Es ist doch nicht mehr normal. Es ist wirklich nicht mehr normal. Ich werde dieses Spiel jetzt um mein Leben spielen, okay? Wir stehen... Yes! So, ist mir scheißegal. Wenn ich dieses Spiel verliere, kriege ich einen kompletten Nervenzusammenbruch. Dann mache ich onstream meine PlayStation 5 kaputt. Ja! Alle in den Chat schreiben! Ich habe so Bock, die PS5 kaputt zu gehen. Ich auch. Ich hätte sie auch so gehen. Also wirklich so. Ich will das um mein Leben spielen. Aber mit Doppel-L, Chat. Eli mit Doppel-L. Er hasst es, wenn man mit Doppel-L schreibt. Ich liebe das. Guckt euch an. Brasiano. Eltern wieder wach, nice. Eli mit Doppel-L, der Mann braucht jetzt nochmal richtig Lack. Eli, hörst du mich? Ja. Komm, Junge, mach einfach. Reparierst du auch PS5? Ja, ja, klar. Ich bin da auch eine richtige Anlaufstelle. Ich repariere auch PS5. Ey, mein Bruno Fernandes ist so ein hässlicher Vogel, Digga, mit deinen hässlichen Sägeohren. Du wurdest gemobbt in deiner Klasse früher. Du hast Glück, dass du Fußballprofis wurdest. Sonst würde niemand mit dir irgendwo chillen. Ich liege also hin. Manchmal ist Gewinn auch nicht alles. Ey, aber ich meine das wirklich ernst jetzt? Real Talk? Die Con ist, ich schwöre auf alles, diese Con ist unglaublich. Ich sag dir zum ersten Mal, auch wenn du wenn dich das freut, jetzt auch zu hören, ich glaube jetzt an dieses die Con Connection. Glaubst du mir das? Ja, ja, ich auch. Seitdem ich hier im Bunker bin. Ja. Ich habe einen türkischen Ehrenmann. Drei Eigentore, spielt sich. Zeig mich hier wieder. Da musst du einen Sponsor finden. Ey, bei mir läuft FIFA auch gerade, ne? Ich würde mal Eigentor machen. Stell dir vor, ich erwische eine Weekend League, wo jeder quittet und ich ein 30-0 hole. Wird das 10? Ey, warum ist mein Bruno Fernandes so schlecht? Ich verstehe es nicht. Ey, da passiert so viel Müll in diesem Nuttenspiel. Es ist so ein Scheißspiel, ich hab's letztens schon gesagt. Wenn du das Spiel spielst, hast du Scheiße an den Fingern. Deine Finger riechen nach Scheiße.
als wenn du deinen Finger nimmst und in deinen Arsch reinsteckst. So, so ist es danach. Das ist so ein Scheißspiel. Merry Christmas, everybody. Digga, es macht ja nicht mal Spaß zu gewinnen. Es macht keinen Spaß zu verlieren und es macht auch keinen Spaß zu gewinnen. Es ist Schmerz. Es sind Schmerzen. Es sind Schmerzen im ganzen Körper. Bin ich mit 4 Euro, ist morgen Eddie Gala Cup? Wenn ja, was für eine? Ja, morgen ist 2 gegen 2 Eddie Gala Cup. André, danke schön für deinen Euro. Ist das ein Scheißspiel, ne? Eli, komm runter, ich bin... Ach, er ist nicht mal gequittet, ich bin unten. Ich bin unten. Ich werde mich ab jetzt nicht mehr aufregen. Ab jetzt werde ich mich nicht mehr aufregen. Ab jetzt. Carsten, dankeschön für deinen Sub. Achso. Ich werde mich nicht mehr aufregen, okay? Ab jetzt, Chat. Ich bin eine fröhliche Arbeitsameise. Du bist ein Mensch aus froher Natur. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie aufregend geschrieben wird. Nee, du bist auch so einer, der auch manchmal einfach barfuß durch die Stadt läuft. Ja, genau. Und allen so Hallo sagt und immer lächelt. Ja, natürlich. Alten Omas die Tür aufhält und so. Wirklich, du hast so eine richtig breite Hose an, ein schönes Bahamas-Hemd. Stinkst auch ein bisschen, aber sympathisch. Aber auch diese Bauchtasche. Diese Bauchtasche. Ach so. Kennst du die? Ja, die seitliche da, die wo ich über... So, wo ich immer was dabei habe, so ein Bleistift. Oder so ein Buch. Alltagsgegenstände. Ja. Und Sandalen und so eine kleine Plauze. Ach so. Und das Hemd nicht richtig reingesteckt. Hängt so halb raus, so ein bisschen halt. Vorne ist es drin, aber hinten nicht, weil ich nicht weiß, wie das geht. Und lauf ganz friedlich durch die Straßen. Sag jeden Hallo. Ist so ein Postbote da, der muss so ein richtig schweres Karton reintragen. Gehe ich zu ihm, sage ihm, hey, kann ich dir helfen? Achmed, danke für deinen Euro. FCB Richter, danke schon für deinen Sub. Hier ist ja... Samu, danke schön für 2 Euro. Ey, woher hat Neris diese Karte? Push die Mikuraz, der Mann sieht nix. Der Mann hat. Hast du mal Neris seine Augen gesehen? Nein. Hm? Ich werde wieder nervös. Ich kann nicht. Ich hasse es, gegen Zuschauer zu spielen. Ich hasse es so krass, Mann. Dass du weißt nicht, wie mich das abfuckt, dieser Start am Anfang. Ich weiß ganz genau, dass er mich auch noch gerade sieht, Mann. Leck mich, Alter. So eine Scheiße, wirklich. Edi, bist du im Loch? Ja. Also jetzt wirklich. Ich bin drinnen. Ich wollte eigentlich nicht rein, ne? Aber ich schwör's euch, diese beide Niederlagen, sie waren einfach genau gleich. Ich schieße. Keine Worte. Ah!
Ich hol mir eine rote ab, ich mein's ernst. Ich hol mir eine rote. Runterfahren. Ich bin gerade im Lauf. Warum ärgere ich mich? Nee, Tank, danke schon 2 Euro. Wie cool bin ich eigentlich? Ich habe heute Birthday mit Richard. Ach, Richard hat ja heute Geburtstag, aber das stimmt. Guckt euch den Ball an, macht ein Bild, Screenshot. Doch nicht. Wie? Hey, wie kann man einen Torwart lenken und den Ball in die Hand nehmen, Eli? Weiß ich nicht. Ich muss hier kurz einen Tweet machen. So. Willi gebrochen, alle sind hier gerade gebrochen, außer Sydney, glaube ich. Ich glaube, naja, ich habe bis jetzt noch kein einziges Spiel verloren. Ach so. Aber meine Gegner sind halt. Boah, was denn mit RNE überhaupt, Digga? Wo ist RNE? RNE steht 18-4. Ja, ist auch nicht schlecht. Da soll mal reinkommen im Discord, der Dummkopf. Manchmal verstehe ich RNE ehrlich nicht, ne? Ja. Die sagen so oft kommen in Discord und Ernesto sagt dann ja, danke für die Einladung, Männer. Edi, du musst wieder zum Schneemann werden. Ja, eigentlich schon, aber es ist nicht so einfach. Es ist so deprimierend, Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Fühlt ihr? Okay, mal kurz ein Weird Dog. Wisst ihr? Dieses Verlieren in FIFA, das ist gar nicht so das Schlimme, sondern ich. Stell mir dann immer vor, wie dieser andere Knecht auf der anderen Seite der Welt sich so richtig freut. Und dann so. Und dann rege ich mich darüber so doll auf, dass ich noch. Also, es ist wie so ein Teufelskreis. Du regst dich über deinen Gegner auf, du regst dich über EA auf, du regst dich über alles auf, über deine Spieler, alles was geht. Es ist ganz selten mal so, wo man sagt: Ey, das war wirklich ein gutes Spiel, mein Gegner. Ja. Das ist schlimm. Und man frisst dann diesen Hass in sich rein. Ich bin da so fleißig am Essen immer. Ich kann diesen Hass, Freunde, gar nicht in Worte fassen, ne? Ich kann ihn nicht in Worte fassen. Und auch immer diese Blocks. Ah, sympathisch. Sympathischer Gegner. Bergheim mit 5 Euro. Du hast meinen 100% Respekt, wie du dieses Dreckspiel noch jede Woche spielen kannst. Stand 10-3, jetzt 10-10. Digga, das ist wirklich, also vielen lieben Dank für den 5er, mein Freund und Ehrengänger. Aber es ist echt so, dass ich mittlerweile auch am Ende meiner Kräfte bin. Ne? Ich freue mich auf die Karriere-Streams. Und da rege ich mich immer darüber auf, dass ich mich über diese so einen scheiß Simulationsspiel aufrege. Alles gut. Jetzt kann er nur ins Endopfer fertig. Dull Mike, Digga, das sagt alles, Digga. Dull Mike steht 4, 23, 6. 4? Was? Dull Mike steht 23, 6. Aha. Wie steht mein Kleiner? Weißt du das? Hast du Infos? Anders, ich weiß gar nicht mehr, ob der spielt, der Mann. Der ist so am Counter-Strike. Der ist so am Hass in dem Counter-Strike. Weißt du, wie anders Counter-Strike spielt? Nee. Mit so einer Lehrer-Sonnenbrille. Kennst du die, die so schwarz ist? So eine Terminator-Brille? Der spielt so wirklich Counter-Strike, ne? Ich weiß. Hi, die wollten mir meinen Champion Hoodie neben Elevate holen, aber kenn mich nicht aus, welche Marke eine gute Qualität haben könnte. Könnt ihr mir da helfen? Hab Support im Angels Off-White, Balenciaga etc. gedacht. Danke schon mal.
Blauer Falke, hä? Sagst du, dir geht's gut? Keine Ahnung, also ich finde momentan die besten, gemütlichsten Hoodies sind von Fear of God Essentials da, die Hoodies. Die finde ich schon sehr nice. Balenciaga ist ein bisschen teuer, würde ich sagen. Off-White, ich weiß nicht, wie viel, Digga, du hast, dem geht's anscheinend richtig gut. Muss mal Willi fragen, Willi hat da auch gute Ahnung. Was? Guten Hoodie will sich einer holen. Ich fühl, Ami Paris? Das ist das mit diesem A, ne? Und diesem Herz. Mhm. Wie ist die Quali davon? Super. Ja? Ja, super. Und teuer? Unterschiedlich, je nach dem Modell, aber musst auch mit so 200 rechnen, manchmal. Hm. Agnes Studios hat coole Hoodies, also basic clean und auch von der Qualität und Fit ist nice. Aber das ist auch relativ teuer, ne? Also du zahlst nicht wegen krass, also du zahlst wegen Name, das machst du bei allen. Aber der Mann hat, den geht's anscheinend gut, der fragt nach Balenciaga, Off-White, Porn Angels. Ja, dann kann er da auf jeden Fall vorbeischauen. Ja. Auch mal bei Heider Ackermann oder so vorbeischauen. Paul, danke schön für den Fünfer. Ennis mit 2 Euro. Grüße an alle, die im Loch sind. Ist ein Dreckspiel. Gut, plus 1, Digga. Sehe Renato Sanchez häufiger als meine Eltern. Das stimmt auch. Aber ich reg mich nicht mehr darüber auf. Wirklich nicht. Ich hab morgen so einen krass anstrengenden Tag, Digga. Ich muss morgen zur Bank. Ich muss. Oh Gott. Ist das eine Scheiße, wirklich. Das aus der Hölle von Eli. Digga, es sind richtig viele nervige Sachen, Digga. Ich muss zum Amt, ich muss zur Post, ich muss mit meinem Steuerberater telefonieren, nochmal 1000 Jahre, muss den irgendwelche Unterlagen einreichen. Das wird ja ekelhaft. Weiter, Eli. Schlimmste sind Ämter, sagt ihr so, wie es ist. Ja, die nehmen sich viel zu wichtig da und ich mag auch nie die Leute, die bei Ämter arbeiten. Ja. Ich habe mich schon so oft mit den Männern angelegt. Ich kann ja verstehen, die haben da keinen Bock und wer weiß, wer da vor der Kunde war. Aber wenn ich da mit einem Lächeln ankomme, dann kann sie mich auch so behandeln. Ich will ja keine Sonderbehandlung. Bye. Mir wird ganz heiß wegen diesem FIFA, wirklich. Das ist so krass. Mir wird immer so warm, ne? Das ist so heftig. Und mir platzen immer so Adern im Kopf, habe ich das Gefühl. Danach hat man auch Kopfschmerzen. Ja. Aber die machen auch nicht das, was man denen sagt, teilweise. Die machen ihr eigenes Ding. Guck sie an. Abwehr. Manchmal frage ich mich, warum? Und wie? Some question. Und da? Achso. Oder was war da? Was war das für eine Grätsche, bitte? Facts. Guck's dir an. Ich kassieren. Gott sei Dank nochmal 30 rein! Mann! Zola, Mann! Leck meine Eier, Zola, Mann! Kann mal einer irgendwie einen normalen, weiß nicht. Spielt doch einer auch mal ein Jimenez oder so im Sturm. Nicht immer diese Scheiße. Macht mal ein bisschen Farbe in euer Spiel. Oder was einfach. Weghorst oder so auch mal aufstellen. Das Spiel sieht schon wieder nach sehr viel Spaß aus, ja. Das ist auch schon. Wobei da hinten nicht so gut ist bisher. So, nehmen wir, du hast 4 Rasen vor dir, Großer. So, ich kassiere jetzt ein Tor. Ich brauche noch 3 Games für 29 Yards. Mann, ich brauche noch ein Game, um eingewiesen zu werden, Mann. Ich glaubst du mir, ich wollte genau den gleichen Spruch sagen? Borussia BVB Gegner. Oh, das tut so weh. Aua. Ich glaube, ich verliere das. Digga, wo war das denn? Ein Foul, du hässlicher Schiedsrichter.
Richtig. Ich kenne kein Spiel, das von den besten Spielern so gehatet und ja, ist auch so. Digga, wir sind ja nicht mal die besten Spieler so. Aber selbst die E-Sportler, die alles gewinnen, der Freunde. Selbst die E-Sportler, die alles gewinnen, sagen, es ist ein Scheißspiel. Gewinnen macht keinen Spaß. Meine WL endet im Wodka. Bist du schlecht? Ist das FIFA? Oder nicht? FIFA 20 ist schlimmer gewesen. Ich bin auch 20 schlechter. Ich finde allgemein. Aber FIFA. Sie übertreffen sich fast. Also sie knallen halt immer noch mal was drauf. Weißt du, was ich meine? Aber FIFA 21 ist in den letzten. Es ist der schlimmste Zustand von FIFA 21. Weil es ist das verbuggteste Spiel. Und diese ganzen Karten, diese ganzen Tots und so, alle spielen jetzt 4 Außenverteidiger. Es ist so heftig nervig. Das ist einfach nur ein verbuggtes Dreckspiel momentan gewesen. Also es ist in der schlimmsten Phase, die es je gab in FIFA 21. Ja, und ich liege 1-2-1 hinten oder was auch immer. Ja. Achso! Boah, freue ich mich, ey, wenn die Weekend nicht zu Ende ist. Das ist echt. Mann. Achso! Fofona! Michael, danke für den Sub. Ich konzentriere mich. Mann, drückt. Ich drück doch. Mann, wechsel den! Ja, es kommt zur Musik. Wenn gar nichts mehr hilft, dann muss die Musik kommen, sag ich so, wie es ist. Yilmaz schreibt Washed. Schon mal überlegt, deinen Namen so zu benennen? Und ich gehe in die Verlängerung, Mann. Mann. Meine den Großer, nicht dich. Hey, jemals, ich lieb dich. Wie bleibt er da an diesem Ball dran? Ich bin eben das Elite, aber trotzdem. Habt ihr das gesehen, wie er mit Kräuf am Ball dran bleibt? Ja, ihr seht das, ne? Hi. Hallo? Mann, nein. Was, Mann? Junge, was geht hier ab? Scheiße, Mann, was passiert hat in Dubai? Was passiert hier? Dubai. Nice, Jungs. Gerade letzte Minute geworden. GG's, Jungs. Ja. Wie geht's dir? Gut.
Mir geht's gut. Wir machen nach dem Game eine kurze Pause, Digga. Unverdient, ja, Coupignon schreibt das nicht an, oder? Ey, Benno, ich mein's erst, spar dir deinen Schade. Was passiert da? Digga, ich. Lieber halt so viel Salz denn. Die beiden die ganze alleine im Discord und stechen sich gegenseitig an. Achso, sind die Ohren noch weg? Die Ohrstöpsel? Ich glaub nicht. Digga. Ich glaub, Willi ist hier. Willi ist da. Boah, was? Mein Gegner, Sydney, du weißt nicht, was passiert. Mein Gegner war gerade im Chat. Ich übertreib ja, und lüge auch nicht. Wird wach geworden. Eins der härtesten Matchmakings, das ich je hatte. Ah, Beachgatti. Wirklich, Beachgatti. Beachgatti. Wirklich, Beachgatti. Fuck, Mann. Hat er das gehalten? Oh, fuck. Boah, ruhig. Ich glaube, es wird ein Quitter, Jungs. Das ist übrigens Gold Varanda hinten. Und ich werde einfach nur ausgekontert. Sidney, wie viel stehst du? 10, 5. Hm. Ah, gleich 17, 6. Ich liege 200 zurück. Ich dachte, du standest 15 drauf. Ja. Standest du? Also, es war fake. Stand so. Sieht aus, als ob ich gleich quitte. Für 2-0, spielt gut. Kein Bock auf sowas. Wir werden dieses Spiel nicht gewinnen können. Wir werden dieses Spiel hier nicht gewinnen können. Läuft den erneut? Die Game, Mann! So schöner Fußball hier. Nemoi! Nemoi! Ich hab ein kleines Schwanz. Digga, Mann, Alter. Immer gegen einen Zuschauer, Digga. Wie kann man mich so langweilen? Ehrlich, Mann. Tor nach dem Tor. Digga, hoffentlich sehe ich dich eines Abends Samstag. Irgendwann gehen wir feiern, du mit deiner Freundin und dann schläft sie in meinen Arm ein, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Digga. Oh mein Gott. Mann. Ja, du hast FIFA-Skills, Mann. Ist der dumm. Ist der dumm. Skillt er hier noch, Mann.
Spiel, dieses Spiel. Liege 2-0 zurück, akzeptiere ich auch vollkommen. Raub mir nicht meine Zeit. Ist jetzt Zeitspiel oder was? Was ist denn das bitte für ein Lüpfer, CR7? Lüpfer, Lüpfer, wen juckt's? Boah. Digga. Richtig am Ende, ne? CR7 ist so ein kleines... Jungs, ich krieg diesen Ball nicht, ne? Oh Gott, ey. Ja, kein. Gut, keine Worte. Keine Worte. Jules, dankeschön für den Euro. Jungs, ich bin ab und zu, ich bin jetzt richtig im Loch. Ich hab grad wieder verloren. Achso, sind alle gestorben. Ach, ja. Ich hab wieder verloren. Du weißt cool, aber, ich will's nicht. Nee, ich bin doch auch hier. Du denkst, wenn ich sage, ist es. Guck, alles gut. Bei mir gerade ein Crit. Ganz gespannt. Junge, ich spiel gegen FC Goldkarte. Junge, lass diese Scheiße. Ich spiel gegen Davies und Mukiele in der Endverteidigung. Ja, ey, meiner ist einfach so Eusebio. Es ist so krass. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Das ist die schlimmste Weekend League seit 5-6 Wochen. Wir spielen jetzt aber einfach zu Ende. Mike mit 2 Euro wünscht dir viele Nerven in der WL. Ja, die brauche ich. Die brauche ich nach dem, was da gerade schon wieder passiert ist.
Wie die Krass. Elite und raus, wirklich. Elite und schnell raus. Gegen was für ein Team wir gerade verloren haben. Nur weil meine Spieler sich nicht bewegen können. Alles gut, Freunde. Es ist wirklich nervig, also... Ich würde hier gerade Sachen droppen wollen, aber dann werde ich gesperrt. Wir chillen einfach. Wir spielen jetzt hier die Spiele noch zu Ende. Und dann ist alles gut. Aber es ist sehr deprimierend. Was für Sachen bei mir nicht reingehen. Mit den besten Spielern ins Spiel. Wirklich. Drei meiner Niederlagen heute, Freunde. Wobei die eine war okay, aber die anderen... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wirklich, ich kann nicht besser meine Chancen rausspielen. Guckt's euch an. Es wird alles geblockt und dann wirst du ausgekontert. Und stehst, eroberst den Ball, aber du kriegst ihn nicht. Guck. Ich hab ihn gehabt. Die Connection. Egal, komm. Dass wir gegen den gerade verloren haben, ne? Der hat nicht mal Umutpässe richtig verteidigt. Wir spielen mit Elite, Freunde, wir spielen mit Elite. Ich hoffe trotzdem, ich kann euch hier... Ich weiß, dass manche wenigstens sich freuen, nicht alleine im Loch zu sein, weil ich weiß, dass viele von euch immer noch spielen und mich nebenbei aufhaben. Ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht alleine, Freunde. Ich bin hier mit euch. Ihr könnt ihr gerne alle nochmal ein Like da lassen. Ich habe wirklich, Freunde, ich bin am Ende mit meinen Nerven. Ganz, ganz schlimm. Könnt ihr... Macht mal hier die 15.000 Likes voll, Freunde. 15.000 knacken wir dann. Vielen lieben Dank wieder für durchgehend auch immer so zwischen also 18.000, 20.000 Zuschauer. Bis 23, ja. 10. Nee. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich zuletzt so krass im Loch war. Und ich glaube, wir spielen gegen E-Sportler. Nee, wirklich. Der hat De Bruyne in Rot gezogen. Was ist das denn? Wirklich. Ich meine das ernst, ne? Es ist krass, wie heftig das ist. Ja, was soll ich dir erzählen? Meine Flasche ist auch leer. Warte mal, ich habe vielleicht einen Disconnect kassiert. Ganz kurz. Oh. Ganz kurz. Ja, mein Gegner hat einen Disconnect kassiert und ich verschieße einen Elfmeter! Flasche leer, Mann! Dreckspiel! Was auch für ein Gegner, Mann! Ich mache jetzt hier noch Elite klar und dann ist das Ding durch. Hey, ich finde das voll scheiße, dass man beim 0-0 keinen Sieg bekommt beim Disconnect. Ja. Oder? Ich finde Renato Sanchez so washed bei mir in der Weekend League. Ey, du weißt nicht, wie er mich gerade gefickt hat, ne, Renato Sanchez? In letzte, Willi, es steht 4-3, dass es da überhaupt in diesem Spiel 4-3 steht, ist der größte Witz. 90. Minute, ich spiele quer, Renatus ist, ich kann es nicht mal in Worte fassen, wie er diesen Ball geblockt hat. Also, freies Tor gewesen. Und mein Mittelfeld ist irgendwie scheiße. Bruno Fernandes ist auch scheiße, Tots. Ich schwöre es dir. Ich sag, der ist kaputt, meiner.
Ey, ich hab eine kurze Frage. Sind diese Tots im Sale oder woher haben die Männer die? Jedes Mal ist dann Tot. Ey, ey, Iggy, komm. Komm, Skip. Komm, mach. Komm. Na, Skip, komm. Jetzt auch durch. Komm. Komm, mach. Komm. Voice great. Komm, Skip. Komm. Tots kosten nichts. Das ist alles so schlimm. Was ist eigentlich mit Sydney los, Digga? Er ist die ganze Zeit stumm. Was ist das denn? Das die meisten unter 200.000. Ja, und deswegen, jetzt merkst du, ich sag ja, man merkt gerade, das ist die schlechteste Phase von diesen Spielen. Weil das Spiel ein einziger Bug ist und diese ganzen Spieler die krassesten Werte haben. Und es ist unglaublich, wie die da einfach sich durchbacken. Du stehst drin, Digga. Du hast den Ball, aber er kommt an. Mein Gegner hat ein Full-Tots-Team, Mann! Du Opfer! Ehrlich, Mann! Digga, regt mich das auf, wie man... Na, oh, ich wollte Ballrollerschuss von dir machen. Damit an den Berlin. Guck, das meine ich, Chat. Das meine ich. Wie, ich krieg diese Bälle nicht. Bruno Fernandes... ich wechsle ihn denn jetzt aus, diesen hässlichen Drecks. Er ist so schlecht bei mir. Er macht nichts, ne? Er macht keine Tore, er macht keine Vorlagen. Renato Sanchez macht wenigstens ab und zu mal ein Tor. Guck's dir an. Ich hatte ihn schon wieder und der Ball verspringt so weit bei ihm. Das zweite Mal. Boah, das hast du noch nicht gesehen, was hier gerade bei mir passiert ist. Das, ey, bitte sagt mir, dass ihr das auch gerade gesehen habt, was er neun gemacht hat. Bitte. Bitte redet mit mir, Leute. Ich brauche Kommunikation, das ist A und O. Der Dicke ist so fake bei dir, Willi. Ich schwör's dir, er ist fake. Oder weißt du, was der bei den Pros und so anstellt? Ist der so gut? Der ist so. Boah. Wirklich. Bastos in Gold ist der bei mir. Guckt euch den Ball an. Nein, oh, das kann nicht sein. Ich hasse Bruno Fernandes. Ich hasse ihn so krass. Ich verkaufe ihn so heftig nach dieser verkackten Drecks-Weekend League. Ich verstehe gar nicht, was mit denen los ist. Er ist wirklich, ich übertreibe nicht, er ist wirklich so kacke. Der Mann hat einen Besen gefressen mit Bruno. Nein, Willi, ich schwöre auf mein, also wirklich auf ganz, ganz viel, dass ich wirklich nichts Falsches sagen. Er spielt sich so scheiße, er spielt sich wie seine Goldkarte, er macht nichts. Ich muss mir mal seine Statistiken danach angucken. Er holt keine Bälle, er macht keine Vorlagen, er macht keine Tore. Junge Mann. Meine R9 hat eine Goldkarte bei McDonald's, so schlecht ist der Mann. Der ist so scheiße, Eli, du glaubst es gar nicht. Du denkst, ich untertreibe und ja, ich habe den umsonst bekommen. Ganz ehrlich, respektlos, was ihr mir da ans Land gebracht habt. Ey, das ist wirklich keine R9. Die haben mir irgendwas anderes gegeben. Der ist so schlecht! Ich sag, der arbeitet bei Drive-By McDonald's nebenbei. Kann nicht sein. Gucken wir an. Oh, das meine ich. Das ist FIFA 21. Wie oft du die Bälle eroberst. Freunde, es passiert in einem Spiel 6 oder 7 Mal. Es ist jetzt in 35 Minuten 4-mal passiert. Okay, ich setze mich noch mal ein bisschen aufrechter hin. Ich zieh gleich meine Hose aus. Nein, ich brauche eine Pause. Ich muss kurz für mich. Scheiß drauf, wir spielen jetzt anders. Wir spielen jetzt die restliche Weekend League anders, Digga. Ich werde meine Gegner kommen lassen. Hier, mach mal eure Angriffe. Macht mal eure Angriffe.
Ich versuche nicht mehr aktiv zu verteidigen. Oh. Wow, 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 wow. Okay. Spielt er für eine Aufstellung? Zieh den Cam aus. So, bring mich nach Mallorca. Bring mich am Strand. Bring mich dahin, wo die Sonne scheint. Ben lädt sich danach vor, Freunde. Nur jetzt danke schön für deinen Euro. Nein. Heute ist echt schlimm. Heute ist echt schlimm. Nein. Edi, alles gut soweit? Nee, heute ist richtig im Loch. Richtig krass im Loch. Ich sag ehrlich, ich fange bald mit Hot-Tube-Streams an. Es kann nicht sein. Ich leg mir hier so ein Pool ins Zimmer und naja, dann da rast ich ein bisschen. Ich wusste, dass das ein Und für einen Fünfer schreibe ich da euren Namen an die Tafel wie kein anderer. Jungs, also jetzt mal ganz ehrlich. Bei mir hat gerade jemand ein Eigentor gemacht. Bei mir schießen sie nur Tore! Und was für Dinger! Bin ich zur Sportshow eingeladen, Mann? Tor des Monats immer? Kurzes Feedback, würdet ihr Hot Tubes Streams feiern, ehrlich? Ehrliche Meinung. Wie die auch immer alle zocken. Los rein in die Was ist das für eine Ballername, Mbappé? Und erstmal wieder nach hinten, hä? Auf sicher. Risiko. Ich wusste es. Aber ich krieg ihn natürlich nicht. Mitte. Ich habe keinen Torschuss. Letztes Game habe ich jetzt. Sagst du ein XD? Was heißt denn eigentlich XD? Edi, weißt du was? Nee. Ja, Jungs, wartet mal. Ich hab hier keinen Bock wieder zu verlieren. Wie heißt mein Gegner? Digga. Der hat doch einen zweiten Ballperk an, Mann. Ich lasse es so stehen, 17-7. Entschuldigung. Ja, Digga, Mann, nee, sorry, Sid. Sorry, dass ich unterbreche. Verabschiede mich einfach. Digga, mein R9. Er arbeitet bei Drive, McDrive. Ich schwör's dir, er ist so schlecht. Mann, ich spiele gegen so einen schlechten Gegner. Ich mein's ernst, er ist so kacke. Hoffentlich hörst du nicht. Jungs, haut rein. Guten Tag. Gehst du schlafen? Gute Nachtzeit, nein. Natürlich nicht. Digga! Ja. Ich spiele jetzt Spiel um 11er bei Gwini. Schaffst das. Für Messi tot.
Ja, siehst du doch. Mann, ey. Was macht dein Mbabu? Er geht nicht zum Ball. Bitte. Ich geh gleich runter. Mann, wäre mein Gegner gut, würde ich doch auch mal was sagen. Aber der Typ ist scheiße, sind wir ehrlich, Mann. Mann, meine Spieler haben noch nie was gehört. Jetzt. Hä, was machen meine Spieler da? Oh mein Gott, ich bin müde. Ach du Scheiße. Wie steht's? Alter. Ich kassiere jetzt ein Gegentor. Glaubt mir. Clippt es. Macht für euch einfach selber einen Clip. Schaut euch an, clippt das. Okay, jetzt mache ich ein Tor. Jetzt auf TikTok markieren. Jetzt auf TikTok markieren! Das ist mein! Ey, wir müssen auch noch so viele Spiele machen. Digga, wir sind nicht mal 3 Stunden online. Was ist denn mit diesem Spiel los, Freunde? Ich bin am Ende mit meinem Latein, ne? Wir sind nicht mal 3 Stunden online und ich bin so krass gefickt. Achso. Daniel, danke schön für deinen Sub. Ich versuch das hier so schnell wie möglich jetzt hier über die Bühne zu bringen. Noch 2 Spiele, hoffentlich. Noch 2 Games, Chat. Boah, Daniel, danke für den Sub. Jules mit 1 Euro, Mike mit 2 Euro und vielen lieben Dank für die Spenden, für die ganzen Follows, die auch reinkamen, weiß ich sehr zu schätzen. Ah, hör auf, ja, jetzt hat es keinen Sinn aufzuhören. Ihr spielt doch nicht die ganze Zeit so eine Scheiße, jetzt wenn wir schon 2 Siege davor sind. Das Schlimme ist, ich dachte wenigstens, dass sich Elite 1 lohnt die letzten Wochen, aber selbst das hat sich ja nicht gelohnt, Freunde. Ich habe 2x mit das schlechteste Pack bekommen, was du ziehen kannst. Also aus 4 Packs habe ich, glaube ich, 3x mit das schlechteste bekommen und dann macht es einfach keinen Sinn. Die Elversets machen Sinn, die 3er-Sets machen keinen Sinn.
Digga, wie alle vier Außenverteidiger. Es ist wirklich krass, wie einfach alle vier Außenverteidiger mittlerweile spielen, ne? Jeder macht das. Es ist so, niemand spielt mehr Innenverteidiger. Bro, Bilanz. Was ist denn? Achso. Sagst du, bist hier die Polizei, hä? 21-3. Wir stehen 21-4, nicht 21-3. Sagst du, du bist die Polizei, ne? Ganz groß aufpassen, nicht, dass hier nichts passiert, ne? Nichts falsch aufgeschrieben wird. Ja, Digga, und ich guck kurz nicht hin, du liegst direkt 1-0 hinten. Nur wegen dir, Digga. Kriegst einen Timeout. Bro, Bilanz, ich ändere es doch, du Knecht. Guck mal seinen Jubel an. Ich brauche so eine Pulsuhr eigentlich. Oh nein, er hat ja so einen Drecksjubel gemacht, den wollte ich ihn auch drücken. Zwei Wins. Der hat ja so einen hässlichen Wix-Jubel gemacht. Ja, Digga, mein CPM. Ey, Bruno Fernandes ist wirklich Real Talk. Guckt's euch an. Das passiert so oft leider. Dass hier irgendeine Scheiße passiert. Achso. Ja, endlich CR7 Totti. Und ich hab wieder vergessen zu jubeln. Sowas erwarte ich von dir, Großer, dass sowas mal öfter reingeht. Aber du bist ja ein Knecht. Ich komme immer noch nicht auf diese eine Niederlage klar, ne? Wo Renato Sanchez und Ronaldo in der letzten Minute geblockt werden. Cool, cool. Spaß gehabt? Ja, nee. Hab jetzt hier gerade wieder ein Gegentor kassiert. Ist gut. Mhm. Einfach registriere ich. Nehme ja. Ich cool auf. Ja. Gute Flanke, Atal. Gute Flanke, mein Freund. Das war wirklich eine schöne Flanke. Und hier ein guter Kopfball war auch sehr schwer zum Mann zu bringen. Anders die nächsten Wochen nicht mehr im Chat. Ja, wegen Real. Die sind echt lost, Digga. Dass die das dann verkacken, schon Barca und Atletico. Dass die unentschieden spielen auch noch. Ja. Guck mal. Großer, ich hab beide Jubel geskippt, bitte. Guckt euch an, wo meine R9 rumläuft. Falschgeld. Thank you.
No! Ich stehe 24-2 für die Leute, die fragen. Wir gucken, was geht. Da hast du schon. Nee, 26-2 ist nicht ganz richtig, mein Bester. Jetzt kannst du zeigen, ob du dick bist. Das war so klar. Guck's dir an. Michel, danke für 5 Euro. Glaubst du mir, dass ich aus 8, 9 noch Gold 1 geholt habe? GG, mein Freund. Danke für den 5er. Hey, wink ich auch einfach ab. Doni trifft gegen mich. Manchmal hilft, also es hilft alles nicht. Es, also, mal klar, wir können uns, Edi, wir können über vieles diskutieren. Wirklich, aber ich bin der Meinung, es wird Zeit, dass du uns hier einen Ansprechpartner in diesen Discord holst, vielleicht an den Samstag oder so, und wir mal ein bisschen was klären, Mann. Perfekt, der ist gemutet. Guck's ja. Perfekt. Er ist so schlecht, ihr denkt, ich scherz, ne? Ich hab oh ja schon. Oh mein Gott, bist du dumm, Schiedsrichter? Guck mal, wo er abpfeift, ey. Ich gehe gleich auf ständiger Druck. Der geht mir so auf den Sack mit seinem Passspiel. Ich schwör es, so krass, Mann. Der denkt einfach, er hat Guardiolas Tochter geheiratet, Mann. Ich schwör. So ein Knecht. Oh mein Gott. Oma. Guck ihn dir an. Der Typ will mich doch einfach nur ficken. Ich kann es nicht anders betiteln. Der Typ will mich nur ficken und... Mbappé.
Ich lieg 2-1 hinten gegen den, ne? Fällt mir gerade auf. So unangenehm. Ich mag ihn auch krass nicht. Er kann echt eine coole Socke sein. Vielleicht auch ein guter Schüler, sympathisch und so. Aber er fuckt mich in FIFA krank ab. Ey, dieser Schiedsrichter, boah. Nee. Guckt's euch an. Ja, Digga, zu Recht, endlich. Es reicht langsam. Es reicht langsam. Wie früh soll ich denn noch auf Passen drücken? Und das ist kein Foul, oder was? Mann, ey. Digga, dieser Schiedsrichter, ne? Auch bei... Er macht Doppeldings, ne? Nein. Eli? Ja, ja. Okay, okay. Wie läuft's hier im Discord, Jungs? Ja, cool. Ich bin Elite 2. Schieß Eli. Was ist mit Eli? Der geht auch auf Elite. Wir schauen mal ganz kurz, was der Mann da für ihn hochdruck hat. Sieht gar nicht gut aus. Ich guck gerade hier nach Berlin. Wie ist bei dir, Eldos? Gut, Bruder. Er hat 3-3 gemacht, 90. Aber Verlängerung jetzt. Ich führe 6-3. Ja, easy. Oder ohne Sinn, diese Tots-Karten sind so krank. Kleiner er hat Todd Rashford und Suarez. Du hässlicher Knecht. Hä? Komm, die. Also, falls, ob ich gewinne oder verliere, Koray Atta, dieser Knecht kommt nicht ins Video rein. Sowas möchte ich nicht im Video drin haben. Let's go, 7-4. 3-7-3. Also, okay. Was ist für mich. Freunde, ihr müsst mal überlegen. Er geht 1 in Führung, er macht diesen Jubel. Ich mach 1-1, skip mein Jubel. Ich mach 2-1, skip mein Jubel. Er macht 2-2, mach den Jubel. Was ist denn los mit denen? Ich verstehe nicht diese Leute, die so krass viel langweilen.
Wow, ich will unbedingt gegen den gewinnen, ne? Kann ich mich jetzt schon an die Eckfahne stellen? Das wäre aber dumm. Das wäre provokant, aber es wäre dumm. Spiel weiter. Spiel ich muss eigentlich aufs Zweite gehen und dann mich an die Eckfahne stellen. Guck's dir nochmal an. Kefi hat einfach nur Gold 3 geschafft, ist der Scheiße. Ich könnte einfach 25-5 gehen, aber mache ich nicht. Du hässlicher Knecht. Und jetzt werde ich gleich dreimal Stopp drücken. So ein Opfer der Gegner, wirklich. Scheiße, ne? Wenn man so ein Knecht ist. Geh mal gleich schlafen, Junge. Oh. Oh. Ist er jetzt sauer? Er ist sauer, Chat. Oh, er ist sauer. Er ist sauer. Jetzt zeig was. Hallo? Hi. Na, Eli, wie geht's? Lass mich in Ruhe. Hä? Lass mich in Frieden. Ja, Eli, ich fühle mich gerade verloren. So, und jetzt dreimal Stopp drücken und durchlaufen lassen. Und nochmal Fünferkette rein. So. Zurückfallen lassen, Tiefe 1. Ballbesitz, spielt am Strafraum 0. Breite, Ecken. Anweisungen, hinten bleiben. Innen bleiben. So. So mach ich's. Wo ist eigentlich Sydney? Wechsel nach Jordan ein. Ach ja, stimmt. Und was machen wir jetzt? Nochmal Stopp. Und Jordan nochmal rein, hä? Jordan nochmal rein. Kann ich Richard einwechseln? Nein, schade. Jordan darf auch nochmal ran. Und durchlaufen lassen. Und wieder eine Pause. So, hat der Mann gerade noch. Gebrochen. Gebrochen. Du? Du, den! Achso, ja, ja. Also wirklich, Willi, was es für Leute, was es für Menschen gibt da draußen, ne? Das ist der Wahnsinn. Du musst dir das mal überlegen. Er macht 1-0, er macht diesen schlimmen Jubel. Ich mach 1-1 und 2-1, skippe beide Jubel, weil ich es vergessen habe. Er macht 2-2, er macht wieder diesen Jubel. Er spielt provokant, er drückt 40 Mal Stopp. Was ist denn mit den Leuten los? Versteh ich nicht. Und noch einmal Stopp drücken, mein Freund. Und jetzt kannst du es dir nochmal angucken. Glaubst du mir, dass ich 8-9 nach Gold 1 geholt habe, so habe ich vorgelegt. Dankeschön, mein Freund. Für den 5er habe ich schon gesagt. Und nochmal Stopp. Kann er sich nochmal angucken. Oh, das ist gerade so eine Genugtuung für mich. Das ist so eine Genugtuung. So eine Leute verdienen sowas, wirklich. Und dann hat er auch hier noch meine Niederlage mitgenommen. Boah, ist das bitter sein. Und er ist richtig scheiße. Um 1.19 Uhr noch eine Niederlage. Das ist schon scheiße, Digga. Das wird mir echt auf den Sack gehen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt hol ich mir hier einen Spieler ran. Ist bitter. Naja, ich geb's zu. Oh, hast du noch mal den Ball? Machst du noch eins?
Machst du noch eins? Nee, nee, ich bin zum Tower. Alles gut. Oh, kann ich noch? Oh, mit John. No. Das ist natürlich bitter, ne? Das ist natürlich bitter. Cozy, danke schon für den Fünfer. Tut mir echt leid, was du dir antun musst heute. Aber trotzdem danke, dass du es dir antust, damit wir was zu gucken haben. Bitteschön, mein Freund. Danke schon für den Fünfer. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße für den Gegner gewesen. Das ist scheiße gelaufen. Scheiße gelaufen. So. 5 Spiele haben wir noch. Ne, 4. 4 Spiele für einen Sieg. Ganz schnell machen wir das Ding jetzt hier. Das kannst du ja niemandem antun. Das ist die schlimmste Weekend League seit wirklich, wirklich, wirklich 2-3 Monaten. Wirklich. Meine ich ernst. Das Ende, da geht einem das Herz auf. Es hat so, ist so eine schöne Genugtuung. Der Typ sitzt gerade mit so einer fetten Krawatte zu Hause. Muss wahrscheinlich morgen früh zur Schule um 5, 6.30 Uhr aufstehen, ich weiß es nicht, und muss sich dann da hinsetzen und hat so eine Krawatte. Oh, ist das natürlich bitter, hä? Ist das eine unangenehme Situation? Und er spielt hier noch die Weekend League um 1.21 Uhr, um eventuell noch irgendwelche Preise abzustauben, aber er kriegt es nicht hin. Ist das schön? Oh, das, Freunde, das macht mich gerade wirklich glücklich, ne? Was ist denn hier los? Perfekt. Eli, wir brauchen plus 1 Emote. Eigentlich schon, ja. Generell bräuchten wir mal ein paar mehr Emotes. Gegner quittet bei 0-0. Ich habe mich auch gerade gefragt, entweder ist er gequittet oder er hat einen Disconnect kassiert. Der Gegner hat das Spiel geschlossen, als er dein Team gesehen hat. Digga, da hätte er ruhig mal ein Eigentor machen können. Hätte ich mir das hier alles nicht mehr antun müssen. Hast du noch deine Weekend League? Ja, ich mach noch ein Spiel hoffentlich. Ja, ich drück dir die Daumen. Oder brauchst du Support? Nee, ich du sagst, du spielst einfach runter. Ich spiel das Ding jetzt hier runter. Ja, okay. Wenn du einen Trainer brauchst, du hast meine Nummer. Alles gut. Ich weiß, wie es mit Earnings und so ist. Ich spiel da manchmal so einen Cup am Montag. Wie lange spielst du denn noch? Ich verabschiede mich mit einem dreifachen Hip-Hip. Okay. Ja. Marke erfüllt. Ganz klar. Digga, was meine Jungs hier veranstalten. Digga, du weißt nicht, wie krass ich Bruno Fernandes verkaufen werde. Und auf Neymar habe ich auch gar keinen Bock mehr. Mein ganzes Team, Digga, Renato Sanchez, die sind alle Müll irgendwie. Du, ich weiß nicht, was ist, los mit denen ist. Das Ding ist, es, obwohl Sanchez und wie heißt es? Und Bruno Meter sind. Gibt's immer irgendeinen anderen Knechtspieler, der noch ekelhafter ist, Mann? Nein, die waren ja die letzten Weekend Links so krass bei mir. Deswegen wundere ich mich ja. Das ist ja das Komische. Elfmeter? Okay, Eli. Ich wünsche dir den Sieg vom Herzen. Danke. Und ich schaue mir jetzt ein bisschen was an. Also im Stream, keine. Ja, alles gut. Okay. Willi spielt jetzt an sich rum, ich glaube auch. Junge, Neymar. Freunde, ich kann nur die enge Raute nicht spielen, weil Neymar auf der 10 bei mir ist, ne? Was, wie der
einfach untergeht gegen diese ganzen Tots Außenverteidiger, ist es der Wahl. Er gewinnt nicht einen einzigen Zweikampf. Er ist so heftig washed. Das ist krass. Ans Fenster, aber Digga, der macht das ja eigentlich nicht. John und Richard vorne rein. Na, wir machen das Ding jetzt hier. Also. Lange nicht mehr so angeschlagen gewesen wie diese Weekend League, ne? Gebrochen. Ich fühle mich wie im September, wo ich so gebrochen war. Aber damals war das anders. Weil damals, Freunde, das, was hier für eine Backscheiße passiert, es ist so Wahnsinn, es gab kein Spiel, was verbuggter ist in den Zweikämpfen als FIFA 21. Du stehst im Zweikampf drin, ich kann euch locker 20 Gegentore zeigen, nur diese Weekend League, wo ich im Zweikampf drin bin und der Ball aber zu meinem Gegner weiter abprallt. Und das deprimiert einen so heftig, wenn du dich nicht aufs Spiel konzentrierst, also nicht darauf verlassen kannst sozusagen. Guck mal, sowas zum Beispiel. Wie kann ich da am Ball bleiben mit CR7? Und Digga, dieser Autoblock, er hat safe nichts gedrückt. Wir haben einfach zwei Spiele wegen Aluminium verloren. Eins, weil. Ach, ich will gar nicht darüber nachdenken. Diese Blocks, ne? Ein glatter Durchbruch, echt, also wirklich. Ich war lange nicht mehr so im Arsch wie diese WM. Letzte Weekend League, die war auch schon schlimm. Also seitdem die Tots irgendwie draußen sind, weil jeder so gute Teams hat und diese krassen OP-Spieler sich so heftig durchbacken. Guck mal jetzt, ja. Okay, es ging Luke Shaw, aber. Warte jetzt. Und auch, dass diese Torchancen so oft nicht reingehen, das ist auch Wahnsinn. Gefühlt gehen meine Bälle nur rein, wenn ich zu 110% vorm Tor stehe. Jungs, das ist CR7 Totti. CR7 Totti, hier hat er wieder den Ball. CR7 Totti steht vor dem Tor, Digga. Er kostet, glaube ich, in echt Geld 2 oder 3.000 Euro. Und er kriegt das nicht geschissen. Schlimm. Wir können nach dem Spiel wieder ein bisschen Real Talks und labern, Digga. Das ist ja so ein bisschen noch. Also es ist ja... Na, warte mal. Ja. Und dann kriegst du so ein Gegentor aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Muss 3-0 stehen. Mindestens. Steht 1-1. Geht nicht in meinen Kopf rein. Bruder, was sind das für Ballannahmen, Mbappé? Wir werden das Spiel aber gewinnen. Das Spiel werden wir gewinnen. Stay right.
long nights. I don't rap, but I knew that I was built for this forever, ever, ever. Sometimes sand, all my friends, we ride beamers, we ride bands. 10 times 10, all my friends, it's for real, till the end. 10 times 10, all my friends, we like beamers, we like bands. 10 times 10, all my friends, it's for real, till the end. 10 times 10, all my friends, we like beamers, we like bands. Hey, mach doch diesen dummen Trick, du Penner. So. Guck mal, was jetzt für eine Karte bekommen hat, Digga. Der kann den echt nicht mal gerade auslaufen. When I hit the holly, working on that cause my mind is on an island. Told my babies I'll be homeless, so don't stay up. Breaks my heart to see them sad, so I won't wait up. Need it all that's mine, I need it now. I lost my patience the same week I lost my smile. My baby pressed me, said I'm acting like a child. I took some meals, can lie, that really brought me down. I'm so antisocial, but I guess it's type selected. Swear I'll make a change, but for now I just can't help it. Only trusting God and these cars that I've been. Diese Abblocker, ne? Ich kann das nicht mehr lange. Diese Abblocker sind das krasseste, was die sich. Wie bleibt er da an diesem Ball dran? Das ist. Ey, wie ist er da an dem Ball dran geblieben? Ich weiß.
Wow. Jetzt müssen wir noch ein Spiel machen. Jetzt müssen wir ernsthaft noch ein Spiel machen. Ich hab 3-1 gespielt. Ey, das ist die schlimmste Weekend League, die es je gab, ne? Das ist auch meine schlechteste, glaube ich. Ich hatte noch nie 5 Niederlagen. Nach 3-1 Führung. Ich habe 1-0 geführt, ich mache das 2-0 nicht, 3-0 nicht. Atta macht das Video und macht das Spiel ins Video. Ich bin richtig gebrochen, ne? Gar keinen Bock mehr. Wie kann ich dieses Spiel verlieren, Mann? Das zweite, das vierte Tor, was ist das? Stream Sniper. Ich halte jetzt das ganze Spiel mal in die Fresse.
Ey, was mit Ach, Mbappé teilweise los ist da vorne? Nein, Mann. Digga, wir machen eine komplette Teamänderung, ne? Ey, wie konnte ich denn das Spiel gerade verlieren? Unglaublich. Wie ich gerade das Spiel schon wieder verloren habe, ne? Bruno Fernandes ist der schlechteste, also ist das trojanischste Pferd, was es gibt. Er macht nichts, ne? Er macht gar nichts. Krass. Einfach nur eine, boah, mein armer CPM, ey. Digga, Platz 1 der Welt, Freunde. Dönmike. Ranglisten Platz 1 der Welt. Es gibt keinen besseren FIFA-Spieler auf der Xbox als er. Hat 24-6 geholt. Es ist so schlimm, ne?
wie dieses Spiel einen rasiert. Fickt euch hier, Elite. Es ist schlimm. Ich bin noch nie so gebrochen gewesen wie diese Weekend League, weil das macht mich so traurig, Freunde. Weil das ist einfach nur, ich schwöre, so ist das Spiel noch schlimmer als FIFA 20. Na egal, scheiß drauf, wir haben es hinbekommen. Oder? Doch, wir haben es. Keiner bei Ihnen im Discord? Nee, ich glaube nicht. Diese wäre schlimmer als Premier League letzte Woche. Digga, das ist das aller Schlimmste. Ich weiß nicht mal, woran es liegt. Die Server sind schlimmer, das ist mir gestern schon aufgefallen. Das Gameplay wird irgendwie immer schlimmer. Alles ist verbuggter. Digga, ich weiß gar nicht, ob wir die nächsten Weekend League so spielen. Und das zu Tots Weekend League. EA hat es so hinbekommen. Das ist Fußball. Mal gewinnst du, mal verlierst du, oder was? Nee, das ist kein Fußball, Digga. Ich schwöre, es soll mal jemand, also ich wünschte, dass meine Mods mal ein bisschen hinterher wären bei sowas. Mich würde interessieren, wie oft ich den Ball erobere und den Ball aber nicht bekomme. Das würde mich mal für eine Weekend League interessieren, was die Zahl ist. Weil das ist, ich habe alleine hier, warte mal, das Gegentor, bitte, der geht rein. Guckt euch jetzt dieses Gegentor bitte gleich in der Wiederholung an. Ich habe locker 20 Gegentore kassiert, mindestens, wo ich der Meinung bin, ich kann nichts dafür. Und das ist das große Problem. Das ist das riesengroße Problem. Vieira hat gerade einen Tunnler bekommen. Patrick Vieira, 88er. Eine Icon. Er steht einfach genau da. Und das liegt daran, dass die CPU so hängen geblieben manchmal ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen. Ganzes Team ist. Also es liegt nicht mal am Team, es liegt am Gameplay. Und auch so die Ablocker. Schlimmste Weekend League, wirklich. Diese Woche war die Connection so gut wie lange nicht, Bro. Diese Woche war die Connection so gut wie lange nicht. Ja, bei dir vielleicht, Chris. Das ist bei jedem verschieden. Manche schreiben bei mir im Chat, boah, die Connection ist voll kacke, die Connection ist voll gut. Und dann ist es bei den anderen genau anders. Bei jedem anders. Das zum Beispiel, kann ich den reinlassen, damit man sieht, also ich check auch nicht, wie EA das mit den Karten verkackt, mal in Rashford Gold. Die haben das Spiel, jetzt sieht man gerade, wie schlecht das Spiel leider programmiert ist. Durch diese, guck mal jetzt, okay, wenn ich das ganze Spiel lang übermache, irgendwann backt er sich durch. Und vernünftige Tore werden, hier wird der Ball, ich setze alles drauf, was ich habe, der wird geblockt. Weil jetzt sind schon wieder so viele Spieler in der Mitte.
Steve, danke schön für den Sub. EA kann so ein gutes Spiel machen, aber verkacken ist jedes Jahr aufs Neue, einfach Geld mit Server stecken. Ja, das Wichtigste sind die Server. Aber ich fand, die Server waren nicht mal das Hauptproblem dieses Jahr. Also war wie immer scheiße, aber ging schlimmer, finde ich. In FIFA 20 fand ich die schlimmer. Das Spiel ist einfach zu verbuggt. Sowas zum Beispiel. Also, ich zeige euch jetzt hier gleich zwei Gegentore, wo, also das war jetzt nicht klar, aber alleine wie der da schon wieder gleich am Ball kommt. Das sind Sachen, Freunde, die passieren sehr, sehr häufig. Jedes Spiel. Wiederholung, jetzt guckt mal gleich bitte, das, ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite war. So. Und dann ist es auch das letzte, was wir zu diesem Gameplay heute sagen. Ich möchte nur, dass ihr es versteht. Da hat übrigens gerade geschrieben, es lag an dir das Gegentor, den habe ich gebannt. Was ist das hier? So. Das war mein Fehler mit dem Fehlpass. Scheiß mal darauf. So, dann geht's hier weiter. Patrick Vieira. Ich habe Patrick Vieira angewählt. Ich weiß nicht, was er hier für einen Pass spielen wollte. Aber ich stehe ja hier eigentlich. Ich habe ihn angewählt. Und der, was soll ich hier machen? Also jetzt mal wirklich. Das Schlimme ist ja, ich habe ihn ja sogar angewählt, Chat. Das ist ja das Allerschlimmste. Ich weiß, dass er. Wo soll er sonst hinspielen? Und das passiert so oft, so eine Scheiße. Guck mal, berührt er den Ball? So. Ich könnte euch den ganzen Tag so eine Tore zeigen. So, hier habe ich gleich einen Fehler gemacht, aber da habe ich noch nicht. Es fängt hier an. Ball geht perfekt zu. Ja, okay. Da mache ich hier einen dummen Pass. Alles gut. Aber dann erobere ich ihn wieder mit Mbabu. Das sind aber so Kleinigkeiten. Dann habe ich. Ich tacke ja dann hier richtig. Bupp. Er kommt trotzdem. Und das ist die ganze Zeit. Das ist ein richtiges Tackling. Bupp. Und Tor. Hasko mit 5 Euro. Schlimmste wäre alle Zeiten vom Gameplay her. Hatte 5 Spiele noch Gold 1 und trotzdem nicht geschafft. Boah, das ist natürlich auch bitter. Wenn du ihn nicht angewählt hättest, hätte Autoblock den abgefangen. So dumme Programmierung. Safe. Ich schwöre, das ist wirklich so, ne, Karim? Hätte ich Vieira nicht angewählt, hätte Autoblock den 100% bekommen. Was ist denn hier Angelo 10 von 10? Wer ist Angelo? Die Serie Angelo kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Der Chat Albert rum ist so.
Bruno Fernandes war die größte Enttäuschung, die ich seit er 9 hatte. Bruno Fernandes, die größte Enttäuschung, die ich seit er 9 hatte. Digga, sofort weg mit dem. Sofort weg mit dem. Ihn spiele ich auch nicht mehr. Sein Brotkasten kann sich auch verpissen. So. Wobei, vielleicht brauche ich den nochmal. Ederson, ja, weiß ich nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Ganz, ganz schlimme Weekend League gewesen. Also Bruno. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der Björnsen mit einem 5er, eh die große Lasten nicht unterkriegen, das ist nur ein Fußball-Simulationsspiel. Ja, ich weiß, ah, du hast recht. Du hast recht, mein Freund. Wie ist Atal? Atal war okay. Atal war okay, Digga. Es hat gar nicht funktioniert. Enge Raute mit Neymar auf der 10 von Anfang an. Also es war viel zu, keine Ahnung. Das Schlimme ist, ich habe nicht mal scheiße, so am Ende habe ich scheiße gespielt, aber die Niederlagen am Anfang, das war nicht meine Schuld. Also auch zum Teil, aber nicht so krass. Nichts gegen meinen Bruno, er ist der schlechteste überhaupt. Digga, ich muss euch, warte mal, ich will mal seine Statistik wissen. Sechs Tore, 10 Vorlagen, geht sogar eigentlich klar. Trotzdem ist er scheiße. Du bist richtig scheiße. Wegen ihm habe ich ein Spiel verloren. Steht 2-2. Er steht 3 Meter vorm Tor. Er schießt Latte. Ja. Ich sage euch ehrlich, Freunde, das war eine richtige Kack-Weekend League. Wir haben noch nie 5-mal verloren. Das war die schlechteste Weekend League, die wir je hatten. 5 Niederlagen hatte ich noch nie. 23-5. Unglaublich gewesen. 2 davon konnte ich nicht. Die Niederlage vor dem Spiel war der Wahnsinn. Okay, Freunde. Ich bin baff, ne? Ich bin wirklich baff. Wir gehen morgen beim Edi Geller Cup online. Es war ein anstrengender Stream. Ich mache diese Drecks-Playstation aus. Wir spielen dieses Spiel bis nächsten Freitag nicht. Ich muss mir überlegen, wie ich das alles mache. Vielen lieben Dank an alle, die am Start waren. 16.000 Likes haben wir auf den Stream hinbekommen. Dankeschön für jeden einzelnen neuen Follower. Und freut mich, dass ihr am Start wart. Ich weiß, dass viele es lustig finden, wie ich ausraste, aber ich bin ja nicht mehr ausgerastet am Ende, sondern ich war wirklich einfach nur noch am Ende. Ganz schlimm. Besser als Dolmecker. Besser als Dolmecker. Na gut, Freunde. Wir gehen offline. Wir sehen uns morgen. Morgen kommt ein Video dazu zu dieser Wochenendliga. Edi Geller Cup morgen. Geht auf Twitter und Insta, da steht, wer mitmacht. Und ja, Dankeschön für den Support die Woche. War wieder eine sehr geile Woche. Kurz geht raus, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder.